Hallo, sind wir live? Hört man uns? Hallo und einen wunderschönen Abend euch. Worum geht's heute? Ja, du wolltest dein Warte mal, Lieblings. erstmal vorstellen. Ah ja, wir haben ja diesen Slogan, stimmt. Wer sind wir? Die Spielgefährten. Mit Jana Reinhardt. und Friedrich Hanisch. Hi. Hallo, genau, Thief. Yeah. Hey Paul. Hey Paul. Ja, Thief ist halt eines der Spiele, das mich am meisten geprägt hat, muss ich sagen. Ich habe sogar diesmal die Warte Karten mal, vorbereitet. mir fällt gerade ein, wir wollten vorher aber noch wir müssen Genau. echt diesen kleinen Ablauf irgendwie ein Mal bisschen mehr aufschreiben. aufschreiben. Ja, es ist Nein, so ist anstrengend, so okay, wir können schwierig. ja organisch das Ganze so überleiten. Okay. Also, mein Highlight des Lebens und wir hatten auch ein Highlight Gott. der Woche. Ach so, das erzähle ich jetzt. Nein, wir machen jeder unser Highlight. Was war denn dein Highlight der Woche? Was zuerst gesagt? Okay, mein Highlight. Der Woche, das ist ganz schön. Ich bin gerade in einem Projekt drin, wo wir ein Game Festival planen, hier in Halle. Also hier in Halle schippert gerade so ein blaues Schiff rum. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das liegt gerade am MMZ. Und das ist Was ist ein das MMZ, frage ich mich. das Mitteldeutsche Medienzentrum. Okay. Und das ist das irgendwie, ich glaube, das heißt MS Halle Science oder so. Nee, so heißt die Webseite. Aber es ist egal. Was machst du da auf meinem Laptop? Geh mal weg. Die Qualität Ach runterstellen. so. So. Jedenfalls können da Bürger hinkommen und können Experimente mit Wasser machen. Damit habe ich aber nichts zu tun und das interessiert mich auch nicht 100%. Aber es wird ein Game Festival geben im Rahmen von dem Silbersalz. Und das dürfen wir auf diesem Schiff verkünden. Das heißt. Ist das jetzt nicht voll der Spoiler, wenn du das verkündest, dass du Ja, es es ist. verkündest? Wie viele Leute sind gerade da? Genau, also nächste Woche gibt es da einen Stream zu und da werden wir das verkünden. Und ich freue mich sehr, weil unser Climate Change Jam, den wir ja schon mal gemacht haben, der wird quasi in die zweite Runde gehen. Und größer und schöner werden, weil wir wollen nicht nur Spiele zum Thema Climate Change machen, sondern es gibt auch rundherum so ein paar Workshops, wie man zum Beispiel ein Brettspiel dazu machen kann. Oder vielleicht möchtest du ja sagen, wie man sowas, wie man Spiele in Unity Das programmiert. kann ich Oder eventuell, ja. von Fridays for Futures wird hoffentlich jemand was sagen. Dann gibt es ja noch die Scientists for Future. Also Leute werden Videos aufzeichnen und euch, glaube ich, also wenn ihr mitmachen wollt, so ein bisschen auf das Thema vorbereiten, euch ranführen und was ist da? Paul macht Warum? ein trauriges Smiley, da muss man sagen, warum. Warum? Ich weiß es nicht. Sag es uns, Paul. Hört man uns nicht. Genau. Das war mein Highlight, weil es ist ein wirklich schönes Team. Es macht Spaß und ich bin super gespannt, ob Leute dann auch mitjammen und was so bei rumkommt. Und Okay. ich freue mich auf das Schiff nächste Woche. Ja, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, mein Highlight zu erzählen, weil es ist voll lame dagegen. Ach komm, sag mal. Nein, ich freue mich sehr, dass es mal wieder ein Spiel gibt, das wie Dark Project ist, nämlich Gloomwood wurde die Demo released auf Steam und ich habe die auch gleich durchgespielt, beziehungsweise gleich nicht. Ich habe mir ziemlich Zeit gelassen, weil natürlich jede Menge Sachen dabei sind, die mir nicht so gefallen. Eulinen sagt, man hört wahrscheinlich uns. Ich weiß jetzt ziemlich alles über Thief. Oh shit. Du hast deinen Meister gefunden, vielleicht. Ja, Gloomwood ist Okay, kaum wie komm, über Thief. Gloomwood sprechen wir. Ja, Wir werden ja. das anzocken und wir werden das Es hat verkneifen. Elemente wie Thief und es hat auf jeden Fall den grafischen Stil und man muss es nicht. Und Viridian Games sagt, Yeah, I have genau. no idea what anyone is saying, but I'm going to watch anyway because of Thief. Cool. Yeah. Wir auch. We too. Genau, ja. Wir diskutieren über Gloomwood später, falls wir dort dazu kommen. Ansonsten ein Einstiegsblabla zu Thief, das ist 1998 entwickelt worden, beziehungsweise released worden von Looking Glass Looking Glass Studios. Studios, die gab es damals noch. Und das war, glaube ich, auch ihr bestverkauftestes Spiel damals so. Also so eine halbe Ha. Million Sales um 2000 rum, glaube ich. Krass. Ja, eigentlich nicht too much, aber. Wie bist du? Erzähl mal, bring mal dich persönlich mit rein. Weil ich kannte dieses Spiel vorher überhaupt nicht. Ich habe das erst im Studium durch Lena. Die Ja, hat mir das auch zu dir gegeben. Studiumskollegin. Genau, Soll ich vielleicht mal und. starten oder? Ja, starte mal, wir reden da einfach ein bisschen Alter, drüber. ja. Okay.
Aber ja, was mich interessieren würde, wie bist du überhaupt an dieses Spiel gekommen und warum hat dich das so gereizt damals, diese Packung? Warum Ich hast du diese Packung kann es gar gekauft? nicht genau sagen. Also ich sah cool aus, einfach. Ist es zu laut? Nee. Hört man überhaupt was vom Desktop-Audio? Ah, muss mal eingeschaltet werden. Eline sagt, Thief war ursprünglich nicht geplant. Zuerst wurde an Dark Camelot gearbeitet. Ja, das sind alles so kleine Sachen, die will ich auch zwischendurch erzählen. Und Paul sagt, oh mein Gott, Flashback! Genau. Ja, das hat eine ganz lange Geschichte. Es war davor, vor Dark Camelot, war es noch Better Red than Undead und so weiter und so fort. Also es hat noch eine bewegte Geschichte. Am Anfang war es auch überhaupt kein Diebesspiel, sondern halt Hauptsache irgendwas mit Schwertern und dass sie dann sich konzentriert haben auf Stealth, das kam dann mit der Zeit. Ja. Also gemerkt haben, ja cool, das ist ein cooles Ding und ja, genau wie ich dazu gekommen bin, ich weiß es nicht mehr genau, ist natürlich, es ist ewig her. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, das war mit meinem neuen Pentium 90. Und das war Cool. wie total prägend. Also das war Ja. Teenageralter. Ich weiß noch, wie super realistisch ich das fand. Oh ja, lies mal die Packung vor, Ach was du mir ja. gerade erzählt hast. Also hier überhaupt die boxquotigste Boxquote. Der Meisterdieb weist dem 3D-Genre, also damals war 3D noch Genre, 3D-Genre den Weg in das nächste Jahrtausend. Von Christian Bigge, PC Action Ja gut, das war ja auch noch das 20. 1,99. Jahrhundert. Ja. Deswegen stimmt's ja auch. Ja, sicher. Hat's das getan? Eigentlich schon. Und ich mag hier so ein bisschen die Texte hier hinten zum Beispiel. Gehen Sie lautlos gegen unerwartete Gegner vor. Oder schleichen Sie durch Schatten einer schlafenden Oh, Stadt. da hat aber jemand den Alliterationsaffen Ja. geholt. Ali-Alliteration war das. Genau. Okay. Awesome. Ich habe mich eigentlich wenig vorbereitet. Ich will letzten Endes bloß das Hast du dich Spiel. nicht vorbereitet? Was ist denn Ich will das? letzten Endes bloß das Spiel spielen, da brauche ich Ich mal habe hier hier Platz. bei meinem. Eigentlich müsste ich spielen. Und Na, einfach wie willst du du. spielen? Nee, ist schon. Nee, ich spiele zwischendurch auch nochmal. Ja, Ich kenne das sicher. ja Na auch. Ich habe klar, es ja na auch klar. gespielt. Und wir machen jetzt mal ein neues Spiel und eins muss ich noch sagen, ich habe jetzt die deutsche Version wirklich von CD versucht zu installieren. Konnte ich nicht, weil auf Windows 98 damals lief das ganz gut, aber jetzt auf Windows 10 erkennt es das nicht mehr als Windows, sondern als Windows NT und ja, geht nicht. Und dann habe ich es halt kopiert und dann gibt es noch diesen T-Fix oder wie der heißt, so ein extra. Sind wir echt zu leise? Nee. Es gibt dann so einen Patch, der macht das Spiel so, dass es halt wirklich gut auf neuen Rechnern läuft, auch auf Windows 10 und. Nee, es heißt T-Fix. Und das Problem ist, dass der auch teilweise die Grafik überschreibt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist nicht alles. Oldschool, Original. Es ist nicht alles Oldschool-Original. Oh Zumindest ja, habe ich bitte, das das ist Gefühl. toll, oder? Ja. Wir machen Oh, es. das ist eine Premiere. Das ist der erste, unser erstes Game Streaming, wo wir keinen Charakter anlegen müssen und damit Stunden am Anfang zubringen. Ja Finde ich ein gut, bisschen ja das, schön. naja gut, nicht das erste. Ich glaube schon, wir hatten jetzt bei jedem Game, was wir gestreamt haben, sogar Animal Crossing letzte Woche, musstest du erstmal mit einem Game, mit einem Character Screen anfangen. Konntest du dich bei, ah, ja, kann sein. Gefühlt, ja. Ich mag ja immer die Intro-Sequenzen, die ganzen Cutscenes finde ich ja noch total super, weil die Die echt, 90er. naja, weil es halt auch echt was Eigenes ist. Die haben halt nicht irgendwas 3D-gerendertes genommen, sondern eigentlich ihren eigenen Stil, so eine Art Schnitzelstil gemacht mit schönen Zitaten. Also schon dieses Mystische Ein so war Kind ohne immer mein. Eltern, ohne Zuhause, Die als Sprüche junger Ja, Bursche die Sprüche, unterwegs, diese erleichterte Fake-Religiosität, Fake-Religiosität, um ab und zu etwas zum Beißen zu haben. da ist was im Eines nachts sah ich einen Mann. Mysteriöses Die und Leute so, gingen an das hat ihm mich schon vorbei, stark als sei angesprochen. er nicht da. Er besaß bestimmt etwas Wertvolles. Also schlich ich mich an und griff zu. Hey, das ist nichts für dich. Bitte, Herr, ich habe Hunger. Sag den Hamariten nichts. Ich verspreche. Wie heißt du, Junge?
Garrett. Du hast Talent, Knabe. Lass mich los, alter Mann. Einen Hüter ja, the third part. Thief, Deadly Shadows wasn't fully localized anymore. It was only German text, but not English, not German voiceovers. No, that was a bit sad, because they did the total opposite thing with the Deus Ex. Es war der Anfang einer sehr langen Invisible War. Okay, Paul regt sich natürlich über die Synchro auf. Aber ja, ich mag die Stimmen. Sie ist ein bisschen schlecht teilweise. Das merkt man dann später. Aber wenn Garrett er so komisch definiert ich spricht. In diesen Räumen in die Kunst des Überlebens einweisen. Bitte bleib am Eingang jedes Saales stehen, während ich das Respekt beeindruckt damals. Wenn du einfach geil anfangen möchtest. Die Sprache oder die Texturen? Dass überhaupt gesprochen wurde, das gab es damals kaum in Spielen. Halt du musst komplett lernen, wie man sich bewegt, ohne gesehen zu werden. Bleib im Schatten. Also ich habe es ja erst 2004, also 6 Jahre die danach gespielt. Bild deswegen verdeutlicht, wie sichtbar du bist. Weiß ich gar nicht mehr, wie das auf mich gewirkt. Also ich fand die deutsche, ich fand die deutsche Synchronisation in Thief, also in Dark Project, immer ziemlich gut. Teilweise besser als im Englischen, einfach weil zum Beispiel diese eine Wache, da ist so eine Wache, die hat einen sehr gut gemacht. Ich habe dich ja wiedererkennbaren Sound und ich finde ihn einfach furchtbar infantil im Englischen und im Deutschen finde ich den ganz okay. Guck mal aus dem Sternenfenster. Das ist kein Stern. Das ist einfach nur ein. Ach so, das ist eine Tapete. Das ist so eine Art Tapete. Um etwas mit ihnen zu tun. Jetzt musst du lernen, dich leise zu bewegen. Manche Böden hallen lauter als andere. Lauf auf Teppich, Garrett. Verursachen mehr Lärm als langsam. Ich stelle mir gerade vor, wie da jemand unsere Akademie gebaut hat. Der Teppich. Und immer mal Teppich saugt. Ich habe nicht gehört, wie du den Raum durchquert hast. Plattform zu gelangen, ohne dass er dich hört. Gothic hatte zum Teil eine gute Synchro, aber der Hauptsprecher war teilweise echt schlecht. Gothic, der Sprecher jetzt ist gut. Ich sehe schon, das wird ein Battle an ihn gegen. Oh Mann, es ist ja einfach nur, ey, du kannst nicht mit Nostalgie argumentieren, also gegen Nostalgie argumentieren. Ich werde das alles geil finden, weil ich das damals geil fand. Versuch erst dein Schwert und dann deinen Bogen zur Hand zu nehmen. Du kannst sie jederzeit wegstecken. Eline, du bist doch die aus, ich glaube Leipzig bist du, oder? Die auch so ein Thief-ähnliches Spiel gerade macht, kann das sein? Hey Steven. Okay, jetzt kommt der Voiceover unterbricht sich teilweise selbst, weil ich halt ein bisschen zu schnell. Peile dein Ziel an. Wenn du soweit bist. Du bist gerade so enthusiastisch. Ja, aber das Intro ist halt, also die Trainingssequenz ist halt okay, aber man muss nicht alles hören. Also ich muss sagen, mich hat auf jeden Fall Thief sehr inspiriert auch für Try. Also in Try haben wir ja auch so einen tollen Parcours, den du als Mönch, nicht als Mönch, als Spieler durchläufst. Und ich finde, die ist schon stark von Thief auch inspiriert. Auch unser Klettern, das war immer für manche so ein Problem, weil du musst ja gedrückt halten, wer gedrückt hat, ne? Um dich hochzuziehen. Und das ist ja auch aus Thief und das macht. Machen das moderne Spiele noch? Ich glaube nicht. Da drückst du einfach und dann bist du oben. Oh Gott, ey. Guck dir den Diagonalsprung an. Das ist einfach zu weit. Zeit, mit einem lebenden Gegner zu üben. Betritt den gepflasterten Trainingsbereich. Ja, hier, das ist nicht das Originalmodel. Okay, Aline sagt, das ist richtig, Sorter. Ich arbeite an 2 Projekten. Mantling. Ah, okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass die deutsche Synchro nicht sowas wie Taffer hat. Das gibt es halt im Englischen. Und die hatten wahnsinnig viel an geplant. So eine ganz eigene Diebessprache und überhaupt Sprache für diese mystische Stadt und so weiter zu entwickeln. Das haben sie dann alles rausgenommen, weil es halt keiner verstanden hat und nun das Wort Taffer hat überlebt. Du kannst gerne weiter üben. Wenn du fertig bist, kannst du den Trainingsbereich einfach. Für heute hast du genug geübt. Bitte geh zum Tisch. Indeed. Gut so. Geh jetzt den Korridor entlang zur nächsten Lektion. Viele Spiele übertreiben es mit dem Parcours gerade gesagt. Naja, das Blöde finde ich vor allem an vielen Spielen ist, es ist zwar ganz gut, dass es immer in die Hauptstory mit eingebettet ist, also du musst den machen und lernst halt, okay, springen und so. Aber ich finde es halt langweilig, dass man das immer wieder machen muss, wenn man es neu startet und das muss man hier halt nicht. Hier kann man das Training einfach überspringen. Echt, aber so ein Trainingsareal, das ist eigentlich so Tomb Raider-mäßig, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Meistens ist es halt
Ist es eher so, weiß nicht, Jedi Fallen Order? Hast du zwar auch so ein Parcours? Ich meine, es ist eigentlich ähnlich, aber es ist nicht vom Spiel separiert. Ja. Also hier ist ja wirklich, Achtung, Parcours, Training, Trainingsareal. Ja. Und extra auch meistens in die Story eingeknüpft, das ist wirklich da gebaut und das ist extra für diese Berufsgruppe das Trainingsareal. Ja. Also ich finde, das ist nicht das Gleiche, weil Jedi Fallen Order oder überhaupt moderne Spiele, es ist ja eher so, die Anfangsstory ist halt so gemacht, dass du erstmal durch einen Parcours läufst, aber es ist halt in die Story eingebettet. Ja. So meist passiert dann schon Action und... Paul sagt, Grafik ist großartig, finde ich. Ja, ich auch. Ich finde die super geil. Also ich finde die Texturen manchmal ein bisschen zu... too much. Ja, es man, ist einfach, es ist zu viel ab teilweise. Ja, ja, auf jeden Fall. Du, objektiv betrachtet ist es hässlich, aber ich finde, sie haben es sehr gut zusammengebracht. Hier. Das ist halt die Halle der Hüter, wo sie Sachen schreiben. Und dann in Thief 3 kommt man mal endlich in diesen Raum und dann sind da zwei Tische. Ich werde mich jetzt noch mehr über Thief 3 aufregen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja eigentlich... Okay, warte mal. Vielleicht erstmal die Sequenz und dann kannst du das ja erzählen. Ich muss sagen, die Texte nerven ein bisschen, weil ich check teilweise nicht, was die sagen wollen, weil ich mir immer merken muss, was dann im nächsten Abschnitt ist. Die sind komisch abgeschnitten. Ohne Mass. Ja, aber du musst es gar nicht lesen und so weiter. Das ist halt echt Atmosphäre, bla bla. Ja, aber du willst ja trotzdem verstehen, worum es geht. Und teilweise nehmen die halt den Anfang von einem Satz noch auf einem Screen und dann, naja. Heute Abend wartet eine leichte Aufgabe. Ich werde in ein bewachtes Anwesen eindringen, einem fetten Basis und sein unbezahlbares Kleid stehlen und mich unbemerkt zurückziehen. Lord Bedford ist auswärts unterwegs und Gerüchten zufolge... Der Sound ist halt immer so großartig. Das ruft gerade zu einem kleinen Einbruch. Ich bin mal gespannt, dich zu sehen, nachdem du immer so viel davon schwärmst. Das vordere Tor von Lord Beffords... Thief 3 finde ich nicht, dass es die Hüte gut beschrieben hat, aber... Die Straße ist viel zu exponiert. Wo steht das? Aber Cathy meinte, dass es an der Seite einen günstigeren, abgelegenen Eingang geben soll. Ja, das kannst du ja gleich nochmal sagen. Ich mache einen eigenen Thief 3-Stream und dann... Okay. Cathy möchte ein bestimmtes Set. Das ist einfach nur ein langer Rand. Silbern, Juwelen besetzt, mit den üblichen Verzierungen. Es dürfte einen hohen Preis erzielen. Typisch. Toll ist, man klaut die Sachen. Wird Beffert seine Schatz und dann bringen die einem gar nichts. Etage des Hauses du klaust dir die ganze Zeit Sachen. Wie, die bringen einem gar nichts. Nein, du, dieser tolle Gegenstand klaust du, aber du kriegst ihn nicht in Geld wirklich. Also schon, aber du kaufst dir nur Ausrüstung fürs nächste, für die nächste Mission. Ja. Mehr nicht. Mittlerweile was sollen die das denn bringen? Ja, nee. Warum klaust du? Du klaust nur, damit du weiter klauen kannst. Du klaust nicht, um irgendwie deine Miete zu bezahlen oder um Essen zu kaufen oder um deinen riesen Schatz anzuhäufen. Okay, verstehe. Ja gut, das ist wie in nicht Animal Crossing, wie heißt das andere? Stardew Valley, wo du Samen kaufst, damit du Pflanzen anpflanzen kannst, damit du was essen kannst, den Rest behältst du über, gehst in den Laden, verkaufst den, kaufst den Samen, damit du wieder Pflanzen anpflanzen kannst, damit du wieder was essen kannst, den Rest behältst du, bringst ihn in den Laden. Halt dieser Kreislauf, dieser prekäre. Also, es gibt jetzt hier drei Schwierigkeitsgrade, die kann man in jedem Level neu auswählen und jedes Mal ist es so, dass es im normalen Level musst du nicht viel Geld klauen, manchmal sogar gar nichts anscheinend, und du kannst jeden töten. Im mittleren darfst du keine Unschuldigen töten und du musst mehr Geld klauen und es gibt noch irgendwelche Zusatzaufgaben. Zum Beispiel musst du hier das Haus verlassen, das musst du vorher nicht, am Ende. Und im Expertenmodus musst du am meisten Gold holen, aber nicht alles, es gibt immer noch mehr Gold. Und darfst niemanden töten, auch keine Wachen. Haustiere. Es kommt nie im Spiel Haustier vor. Okay, doch einmal, aber ne. Meinst du die Burgs? Ja, die Burgs. Spielst du jetzt auf Experte? Ja, oder? Also wirklich nicht mal zum Zeigen irgendwie? Ja, aber wozu? Dann stirbt halt jemand. Ja, aber dann kannst du das mal zeigen, was man noch hätte machen können. Das kann ich in der nächsten Version. Keine Sorge. Naja. Ich habe halt auch überlegt, okay, auf Normal zu spielen und dann voll Speedrun zu machen. Aber das ist irgendwie langweilig. Das ist nicht, was Thief ist. Okay, wie kann ich das jetzt kaufen? Klick. Ah,
Das ist zum Verkauf. Das ist, wenn man streamt und nebenbei denkt. Und ich brauche das alles gar nicht. So. Dieser Anfang hier ist so ikonisch für mich, halt mit diesen drei Wachen, die sich unterhalten. Ich finde das so cool, wenn Leute im Spiel sich unterhalten über bestimmte Themen, die auch nochmal das Setting total setzen. Und ich mag den Begriff der Bärengrube einfach. Zu viele, um hier hereinzukommen. Ich gehe morgen zur Bärengrube. Kommst du mit? Fersengeld, Freundchen. Ihr habt ein bisschen lauter, dass man es hört. Ich hab ihn unterbrochen. Muss ich neu laden. Ich bin übrigens Safe Scammer, also es wird sehr oft gespeichert und geladen. Zu viele, um hier hereinzukommen. Du, ich gehe morgen zur Bärengrube. Kommst du mit? Nicht für Gold und Güter. Da steigt die Pony. Bist du zu weich? Die Bären tragen jetzt Maulkörbe mit Backendornen. Als ich das letzte Mal dort war, ging es richtig zur Sache. Das ist schon cool. Das Coole ist auch, hier ist zwar der Start von da, wo du eigentlich rein müsstest, aber du kannst nicht. Also du könntest die jetzt schon alle töten und dann rein und das wäre halt irgendwie... Dann spielst du nicht Dark Project, dann spielst du irgendwas anderes. Gloomwood. Zum Beispiel Gloomwood, ja. Und mir ist erst nach dem dritten Mal spielen oder so aufgefallen, wie groß dieses Gebäude eigentlich ist. Weil ich denke hier, ich laufe hier durch die Stadt, aber eigentlich laufe ich nur... Es ist nur das Gebäude. Eigentlich ist das alles hier nur das Gebäude von diesem Bafford alles. Ah. Er hat halt diese riesige Villa. Ich mochte die Stadt echt immer total gern. Auch so mit diesem Fachwerkhaus und dieser... Das Kopfsteinpflaster. Ja. Oder wenn man sich hier in der Ecke stellt. Drin. Was ist da? Nicht hier, aber in manchen Ecken hört man halt total schön Geräusche. Ich glaube, deswegen ist das Spiel auch immer noch so, so großartig, weil das Sounddesign einfach immer noch funktioniert und damals schon so gut war. Naja, vor allem haben die echt Wert drauf gelegt. Also die haben echt krass das Sounddesign. Die hatten extra so ein Event-System. Damit die Sounddesigner alleine ihre Sounds testen können in so einem eigenen Raum. Und dann halt, okay, sie werfen eine Vase auf den Teppich, wie klingt das? Und dann konnten sie das anpassen. Und du meinst mit einem eigenen Raum, so einen Tiefraum dann? Also ja, den haben die sich selbst gebaut. Also ich gehe jetzt mal hier schon die bekannte Sachen, ne? Ja, Mann, das hat ewig gedauert, natürlich sowas zu finden. Aber andererseits gibt es schon Hinweise, dass hier was ist. Hier ist eine Beleuchtung, das ist ein eigener Raum und so weiter. Ja, aber da war ja auch der Schalter, oder? Ja, das auch. Aber wenn was Besonderes ist. Also die legen selten, finde ich, Gold an unmögliche Stellen, wo man denkt, da hätte doch keiner was hingelegt. Frau sagt es so, als wäre nur der eine Sprecher nicht so gut gewesen. Kann schon sein. Ja, siehst du mal. Das ist nämlich echt gut. Hat er mich jetzt entdeckt? Okay, das ist halt hier der Hintereingang. Übrigens gibt es für jedes Level immer eine Karte. Und die ist immer selbst gezeichnet. Das ist nicht eine blöde, schon generierte oder sowas. Es hat sich wirklich einer hingesetzt und das gezeichnet und mit kleinen Anmerkungen versehen. Und oft weißt du überhaupt nicht, was hier los ist. Und das ist super cool. Das ist halt gewollt, dass man eben nicht von vornherein weiß, wo alles ist. Und das sind P4, glaube ich, oder in Hitman siehst du sogar einzelne Gegner, wohin die blicken auf der Karte. Und hier hast du halt echt keine Ahnung. Auch jetzt. Was ist das für ein Geräusch, dass du ein Geheimnis hast? Genau, Objective Complete, dass ich halt in das Haus gekommen bin. Dadurch weiß ich jetzt Bescheid, wo ich bin. Und jetzt kommt der geilste Partikeleffekt. Ich war so beeindruckt. Die Richtung ist so schräg. Warte mal kurz. Ich fand das immer so interessant. Guck mal, dass es da so hell ist. Na gut, die haben einfach hier Lichter hingesetzt. Ja. Ja. Nee, was. Kinder. Schon klar, aber was. Ich weiß, dass es krass ist dafür, dass hier eigentlich bloß ein dunkler Gang ist. Haben sie es sehr gut in Szene gesetzt. Ich verstehe halt nicht, warum die da nicht das von oben so Licht kommt. Weißt du, das ist ja wie so eine Kanalisation. Das kann ich damals nicht von oben. Hä? Durch einen Seitenschlitz einfach, dass es so wirkt, als käme von da das Licht rein. Naja, aber gut, ich glaube, du bist ja gerade 100 Meter gefallen oder so, da gibt es ja halt nichts. Ja, die haben einfach teilweise random Lichter hingesetzt. Ein Licht reingesetzt. Ja, ich weiß ja nicht, was dich dazu beeindruckt. Das war der coolste Partikeleffekt aller Zeiten. Okay. Das kannte ich halt damals noch nicht, dass es überhaupt. Ich weiß auch so nicht. So animiert oder was?
Ja, na generell überhaupt Partikel und es sieht aus, als würde da wirklich was runtertropfen und dann noch so viele und sowas. Sowas weiß man natürlich erst heutzutage nicht mehr so zu schätzen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch ein paar Andenken. Ich hab's vorhin nochmal getestet. Wie oft hast du es gespielt? 12 Mal wie Gothic? Nee, oder? nee, nicht ganz so oft. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, The Dark Mod finde ich ganz cool. Es hat natürlich wieder ein paar Änderungen, die ein bisschen sind. Aber so insgesamt ist The Dark Mod wirklich genial. Aber was ich am meisten empfehle ist, wenn man halt Thief, The Dark Project oder den zweiten Teil gespielt hat und den echt mag. Es gibt so viele Mod, also so viele Custom Missions dafür, da kann man sich das, kann man echt jahrelang spielen und die sind teilweise echt gut und auch echt krass. Es gibt einen ganzen inoffiziellen Nachfolger, Thief 2X. Super cool gemacht. Kann ich nur empfehlen. So, ich bin drin. Ich glaube, die Mission könnte ich sogar ohne Speichern erledigen. Aber ich finde, wir sollten das Gelände außerhalb der Mauern. Ich muss sagen, was mir echt gefällt an dem Raum ist, dass eigentlich gar nicht so viel drin ist. Aber dafür wirkt es irgendwie trotzdem ganz cool. Ja. Also relativ cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist so die Textur, mit der du gerade arbeitest, oder? Nein. Doch. Nein. Und die? Ist es nicht die? Mann, ich weiß, dass es die nicht ist. Die sind rumgelaufen. Ich glaube, beim Paris-Urlaub oder so haben die Fotos gemacht von allem Möglichen. Und daher haben die Texturen, oder was? Wie, von wann ist das Spiel? Von 1998. Hey, Ronny. Also jetzt könnte ich natürlich rumgehen und jede Wache ausnocken und dann hätte ich nie wieder Probleme mit der, aber das macht kein echter Dieb. Dein Anspruch ist Ghosting. Ja, Ghosting. Am besten wäre es natürlich, ich würde nie bemerkt werden von irgendeinem NPC, aber das schafft man, glaube ich, gar nicht immer. Und natürlich wäre es noch besser, wenn man keine Tools benutzen müsste, aber... Hier, Sounddesign. Das ist halt echt cool. Dieses, ist da jemand? Klingt natürlich wie, okay, ja, der hat halt... Okay, jetzt muss ich den ausknocken. Hör mal, das sind die Hintergrundmusik. Wie so Orgel oder so. Das ist schon ziemlich cool, wirklich. Also die Musik, wo hab ich die Soundeffekte, die sind echt krass. Warum hast du jetzt neu geladen? Weil ich, Wieso das denn? Sind wir nicht gut genug? Bug. Er macht gerade die... Der spricht gerade mit einem, oder was? Ja. Ich wollte eigentlich nur diesen einen Soundeffekt zeigen. Wenn man nämlich hier lang geht. Fand ich so genial. Jedenfalls finde ich es cool, wenn die Wache halt so redet und man denkt, okay, ja, der macht ein bisschen Talk. Das ist mal toll, wenn sie ihr Schwert benutzen wie so ein Degen. Und auch wirklich so. Ja. Nimm das! Ich darf den ja nicht töten. Jedenfalls, das bedeutet halt, er hat mich gesehen. Also er hat was bemerkt und die AI wurde alerted und so weiter und so fort. Und das ist halt total subtil, anstatt mit einem roten. Mit einem roten Augeneffekt oder irgend sowas wird halt klar gemacht. Der Spieler muss jetzt etwas vorsichtiger sein. Ich glaube, den muss ich jetzt ausnocken, weil der mich sonst stört. Weil er dich sonst stört. Mr. Sloppy sagt, es ist so ungewohnt, das Game auf Deutsch zu hören, aber die Stimmen sind gar nicht schlecht. Ja. Und Oline sagt, dieselben Animationen, da hast du recht, wurden dann auch in System Shock 2 verwendet. Das stimmt. Genau. Also, ja. Die Affen, oder? Die Affen, auch die. Ich glaube, einige der Mutanten und so. Also, ich wüsste jetzt nicht mehr alle, aber. Es gab es auf jeden Fall Überschneidungen, was ich immer krass finde, weil die Figuren haben, was habe ich geschrieben in dem Posting, 200 Polis, ich habe nur geraten, ich habe keine Ahnung, wie viele Polis die wirklich haben, ob es weniger ist, ich habe auf die Schnelle keine Zahl gefunden. Aber ich finde es halt krass, die sind so flach und haben so wenig Details, aber durch diese Sounds und diese realistischen Animationen, hat man echt Schiss vor denen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich wahnsinnig gegruselt. Und ich konnte auch noch nicht einschätzen, wie viel sehen die von mir. Ich glaube, es war auch mein erstes Schleichspiel. In Zeiten von Covid ist das nicht.
Wir stehen hier so rum. Ich glaube, der eine ist der, der auf der Straße dir begegnet. Weil normalerweise, wenn ich zu schnell laufe, dann, ist dann sind da nur zwei. Ich habe also extra die deutsche Version noch von meiner CD genommen. Deswegen, weil ich man kriegt echt kaum mehr die deutsche Version und auch nicht mehr die Nicht-Gold-Version. Das ist jetzt nicht Thief Gold, das ist wirklich wirklich die Originalversion, wie sie damals veröffentlicht wurde. Die Textur macht mich fertig. Ich frag mich, wie es geworden wäre, wenn die, guck mal, nicht das so gelb, ich hab Hunger. Rot, so rot oder so blau eingefärbt hätten, sondern eben wirklich so ein bisschen gräulich oder so alles so in einem Farbton. Ich weiß nicht, ob das damals gegangen wäre. Das sind ja immer noch nur 256 Farben oder so. Und du willst schon ein bisschen zeigen, dass das Spiel gut ist. Dachte, da war etwas. Großartig. Man kann halt, das ist halt auch so ein Ding, dass man voll an die dran bumsen kann. Und das wusste ich halt nicht. Ja, ne? Ja, und ich habe das auch nicht ausprobiert, weil ich habe mich echt gegruselt. Das ist halt so ein Ding, das erfährst du mit der Zeit und dann ist es irgendwann natürlich ein bisschen Immersive Breaking. Ja, Immersive Breaking auch. Zum Beispiel das Metall, wenn du auf Metall läufst, macht das immer Geräusche, selbst wenn du dich duckst und langsam läufst. Aber nur wenn du so ganz immer ganz kurz W antippst, dann macht das keine Geräusche. Sowas halt. So bist du dann durchs Spiel. Yeah, Baffert must die. Eat the witch. Ja, die Roboter finde ich cool. Die Zombies auch, aber die Menschen sind einfach mal das, was es halt ausmacht. Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe es ja auch gespielt und du kommst dann an ein Level, wo du wie gefangen bist und dich aus dem Anwesen von einem, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern soll, aber aus dem Anwesen von jemandem wieder befreien musst, der dich halt verraten hat. Und ich habe dann aufgehört, weil du kämpfst nicht mehr gegen Menschen und es geht nicht mehr so um Schleichen, sondern du hast einfach nur lauter Monster und das war irgendwie nicht mehr das, was ich so cool an dem Spiel fand. Ja, also es gibt, also die meisten mögen Thief 2 mehr als den ersten Teil. Und der hat auch teilweise super geniale Missionen. Das ist cool. Es ist echt wenig, aber ja, irgendwie damit total viel erzählt. Was der wohl gemacht hat. Ich meine, ich finde die Mission ganz interessant, weil was das Spiel ja sehr, sehr gut macht, ist, es baut mit jeder Mission, verändert so deinen Blick auf diese Welt. Ne? Weil ich finde, hier fängst du ja an und du denkst so, ja, Mittelalterwelt und ist so ein bisschen, du bist so mit Burgen und Leute haben Schwerter und du klaust halt Diamanten und das machst du die ganze Zeit. Und ich glaube, das nächste Level ist doch schon eins, wo dann Zombies vorkommen. Genau, genau. Und das ist dann schon das erste Mal, wo du so denkst, okay, krass, hier gibt's Zombies. Hier muss ich dann raus übrigens, wenn ich dann mich verdünnisiere. So, das ist halt nicht so das typische, also es ist schon mehr Fantasy so. Und dann passieren halt in jedem nächsten neuen Level immer wieder Sachen, wo du denkst, so krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ja, das in welche stimmt. Richtung das geht. Das ist im zweiten Teil halt nicht mehr ganz so krass. Also ich mag den Reveal mit den Robotern, also mit den Zombie-Menschen sozusagen, also den Leuten, die Masken tragen. Genau, die versklavt sind. Brainwashed wurden, ja. Genau. Hier will ich nicht mehr. Aber so insgesamt konzentriert sich der zweite Teil halt wirklich auf diese Anwesen. Und während das halt... Oh shit, ich wurde entdeckt. Ja, weil der da oben steht oder was? Das ist ein bisschen das Problem beim Streamen. Wir hören natürlich nicht so viel dadurch. Und hier muss man echt viel hören. Ich finde es auch immer wieder interessant, wie wenig Gold eigentlich rumliegt. Das ist halt echt... Du musst echt in jede Nische gucken, um mal was zu finden. Es ist halt dann nicht so ein Riesenschatz, sondern es ist harte Arbeit, ey. Boah. Oh shit. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig, oder luftig? Lustig. Was? Hallo? Hallo? Ich glaube, im ersten Teil sind die sogar noch so einfach, dass man die sich so von hinten nochmal... Genau, während sie... Also sie sind so einfach, da kann man die manchmal... Das,
Das musst du halt erklären, weil normalerweise kannst du die nicht umknüppeln, wenn sie dich schon gesehen haben. Genau, aber im ersten Level sind die noch recht einfach und ich glaube, da ist die KI so eingestellt, dass man das noch so machen kann. Ich glaube, ich könnte nicht jeden Gegner blenden, ich habe nur 2 Flashbombs. Ach, gehen wir mal hier nicht lang. Früher habe ich dann immer noch die Türen geschlossen, weil ich Angst hatte, dass mich die Leute dann bemerken. Das passiert, glaube ich, nur am dritten Tag. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Der Ridian sagt, well, at least it loads fast. That's true. Ja, auf jeden Fall. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Oh, langweilig. Jetzt geh ich wieder. Also Türen zu nützt schon, weil die hören dann nichts draußen, aber wenn man sowieso die ganze Zeit leise ist, macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Ich passe leider gerade überhaupt nicht auf, wie das Level-Design aussieht. Ob das Schloss völlig Quatsch ist oder ob das irgendwie Sinn macht. Ich meine, es wird im Intro gesagt, er hat sich so eine Art Thronsaal gebaut, der ist schon ein bisschen... Ein Angeber und pompöser Adliger. Also er ist einer der schlimmsten Sorte Adliger hier im Spiel. Wobei nicht ganz so schlimm, weil er ist halt nicht gefährlich. So. Ja. Es gibt gefährliche Typen. Und es gibt natürlich dann auch mehrere Wege zum Ziel. Ja, das ist schön. Ja, die gibt es 4-mal, glaube ich. Du kannst eigentlich auch nochmal was sagen, wie die Level gebaut werden, weil die haben doch so eine ganz strange Art... Unknown guest in pizza in Shellbridge Cradle in Deadly Shadows was the epitome of feet. I hate the cradle level. Everybody says the cradle level is great, but I think it's just a boring level with... It's not really Thief, that's my problem with it, and... You really have to stream the Cradle level. Yeah, yeah. Really, because I haven't played the Cradle level, and I haven't played Thief 3, and I love Thief 1 and 2, but I'm not as fanatical as Friedrich about it. So maybe we really should play it and try to judge it. Ich finde, man steuert Thief 3 wie ein alter Mann und es ist schlecht zusammengefügt und ich hasse wirklich die Sache, dass man immer wieder in die Stadt zurückkehrt und alles hat sich resettet und man macht alles von vorne und es ist so dämlich. Egal, wir wollen positiv bleiben. Während Gothic das Spiel ist, wo ich immer hinter Wasserfälle schaue, weswegen ich immer hinter Wasserfälle schaue und was erwarte, ist Thief das Spiel, wo ich immer in Kamine reinschaue und bin nicht enttäuscht, wenn dahinter ein Geheimgang ist. Ja. Aber hier im ersten Level noch nicht, genau. Ja, das kann sein. It's spooky. The level is spooky, but it doesn't fit. And yeah, I think spookiness is not mein Anspruch an Dark Project. Ja. Und Oline sagt T3 with Gold Patch and it's the best Thief game. No, it's not. Mit dem Ding. Ja, das musst du aber halt auch mal sagen. Warum magst du Thief Gold nicht? Nee, das ist jetzt Thief 3 with Gold Patch. Ich meine, es ist verbessert, aber ey, das kann ich dann machen, wenn ich mal über den dritten Teil wirklich rede, weil das bringt jetzt nichts. Ich kann nur sagen, was ich am ersten Teil mag und vieles davon ist halt nicht so im dritten Teil. Amnesia Hype-Driven Game. Sie sagt, es ist halt wie Amnesia, bevor es Amnesia gab. Also Leute sehen halt auch was anderes darin. Ja, ja, sicher. Alle mögen das ja wegen... Ich kann auch sagen, was meine Meinung ist. Ja, natürlich. Ich sag, das ist immer interessant. Aber ey, ich kann auch gehen. Nein, das war nicht gegen dich. Das war nicht gegen dich. Das war nur, weil ich halt mich immer die ganze Zeit über diese Scheiße beschwere. Dann haben sie ja das gepatcht. Gestern, als du gefragt hast, was das beste Thief war, ich musste mir die ganze Zeit anhören, was alle dieses Cradle-Level mögen. Ja. Ja, es ist halt ein Horror-Level, aber da brauche ich nicht Thief spielen. Aber ich fand das Dokument, was Dennis drunter gepostet hat, hast das du war mal schon, reingeschaut? Ja, ja, das war schon das echt war gut echt gemacht. Das war wunderschön. Also auf Twitter hat Friedrich mal gefragt unter Red King Slayer.
was das beste Thief eurer Meinung nach ist. Und Dennis Kugel hatte da so einen Artikel. Nee, hatte ich nicht, aber. Also ich habe mich gefragt. Nee, unter meinem Artikel war das. Kann sein. Ich, fuck. Wir können es ja mal posten. Ist ja egal. Warte mal, ich such's mal raus. So, der ist schwer, den kann man. Also, man kann das so spielen, weil dahinter ist jetzt von Byford sein Zepter, weil da sein toller Thron auf ist. Oh ja, ey. Mann, wie soll ich denn spielen, wenn du da die Hand hast? Jedenfalls ist der echt schwer, weil der geht nie weg und der dreht sich immer mal nur ein bisschen. Und sobald er quasi dich bemerkt, läuft er zu einem der Gongs und aktiviert die. Also, schlägt Alarm. Aber man kann es ja hier dunkel machen, ohne dass er das bemerkt. Das war schon immer so ein bisschen Immersion-Breaking. Ich glaube, im zweiten Teil wird immer mal drauf... also... nehmen die Wachen immer mal Bezug drauf, dass jetzt das Licht ausgegangen ist oder so. Ja, ich muss mich natürlich anmelden. Habe ich eigentlich einen Moospfeil? Dann müsste ich hier nicht auf den Kacheln suchen. Ich habe echt nur einen Wasserpfeil. Wer bewegt? Ich glaube, ich knock den aus. Ich habe jetzt keinen Bock, mich ewig um den zu kümmern. Ah, die Sounds sind echt gut. Wen hört? Ein Thronsaal. Ziemlich überzeugend. Okay, jetzt sag was. So. Du kennst das Spiel zu gut. Nee, ich kenn's vielleicht nicht gut genug. Da haben wir es doch. Löse ich. Oh, ich habe sogar schon 700 Gold. Töten Sie niemanden, das habe ich auch geschafft. Jetzt muss ich nur noch zur Straße zurückkehren. Das Inventar ist echt ein bisschen kackig. Dass man da so durchtappt. Und dann mit rechts aktiviert. Das ist halt dann. Und du aktivierst aber auch Sachen in der realen Welt mit rechts. Und das kann dann so ein bisschen zu. Hallo? Da ist nichts mehr. Verwirrung. Wenn man das gar nicht jetzt aktivieren wollte. Also das kann dazu führen. Na schön. Ah, Mann. Ich brauche echt einen Moosfall. Die Wachen erinnern mich ein bisschen an, wie ist dieser Shooter Third Person, wo die Leute auch mal gepfiffen haben und wo es drei Teile gibt und immer so Comic-Stil von Remedy, glaube ich. Max Payne? Max Payne. Daran erinnern mich die Wachen, weil die haben auch mal ganz viel erzählt und die haben auch mal. Ja, das auf jeden Fall. Das war auch echt cool immer. Also die haben auch richtig tolle Wachen irgendwie. So, wo ist denn jetzt dieser Artikel, den ich euch brauche? Wie gesagt, man sammelt eigentlich nur Gold im Spiel, damit man im nächsten Level ein bisschen bessere Ausrüstung kriegt. Ist irgendwie lustig, wenn man mal so länger drüber nachdenkt. Oh, dieses Geräusch. Das sind doch auch diese Geräusche, die diese Burricks machen, diese kleinen Dinosaurier. Ja. Die haben auch dieses Trüten. Ja, also, ja, wahrscheinlich bezieht sich der Sound so ein bisschen drauf. Ja, das frage ich mich. Das ist schon mal so eine Art Vorstellung. Wie heißt der Terry Brosius, der das Sounddesign macht? Der ist halt echt einfach genial. So, warte mal. Jetzt poste ich mal das, was die PDF, die ich hier poste, die beschäftigt sich mit dem Cradle-Level. Und ich muss sagen, es ist halt einfach ein schöner Artikel. Ich fand den einfach wunderschön mit dem Levelaufbau und wer hat die Sounds gemacht, wer hat das Design gemacht und... Ich fand es einfach als Artikel, auch wenn du das jetzt nicht magst. Fand ist schon okay. Mann, das nice. Level ist ja an sich nicht das schlimmste Level der Welt oder so, aber ich finde halt einfach, ich muss es nicht tausendmal wiederholen. Oh, hier, Beffords Mutter. Glaube ich. Ja, also jetzt könnte ich noch ewig durch das Level ein bisschen wandeln, einfach weil hier noch überall ein und zu Gold ist. Wie gut findest du das Design? Von was jetzt? Von diesem Level. Findest du, das führt dich gut durch? Weil das ist doch irgendwie jetzt so ein gespiegelter Trakt, oder? Warst du da schon mal? Weil oben diese Kammer, die war doch, die ist doch jetzt anders gewesen. Das war auch nicht die gleiche, zu der du oben auch warst. Dieser oktogonale. Also Raum. Ja, nee. Also es wiederholt sich ein bisschen, auf jeden Fall. Aber die Burg ist doch wie gespiegelt, oder? Die hat auf jeden Fall gespiegelte Elemente, also... Hm. Diese Gänge nach oben und unten mit diesen oktogonalen Räumen, die gibt es auf jeden Fall auf beiden Seiten. Ja, oder findest du das gut oder findest du das verwirrend? Ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, aber ich gucke auch nur so halb zu. Also wenn ich selber nicht spiele, dann merke ich mir so. Es ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend, weil ich habe oft dann geguckt, wo muss ich eigentlich wieder nach Hause,
Weil oft bin ich auf der anderen Seite, um eben diesen Gang nach Hause wieder zu finden. Dann denkst du, du bist schon richtig und dann... Wir speichern das mal. Traditionell speichere ich immer am Ende eines Levels, damit ich dann wieder zurückkehren kann. Was für ein schöner Artikel, das ist wirklich gut und das Design, das muss ich mir abspeichern. Es geht auch gerade so ein Level-Design-Artikel rum, du hast mir den geschickt, wo jemand Level-Design... 144 Seiten, ja, Level-Design, Senior-Level-Design, ja. Gefragt hat, warte mal, den kann ich auch mal raussuchen. Ich finde es super. Ich wollte Kathi das Zepter bringen, aber er war nicht zu Hause. Die Hammeriten haben ihn verhaftet. Offenbar stört sein Gewerbe den Orden. Dann wird ihn auch meines missfallen. Hoffentlich komme ich ihm nicht unter die Augen, wenn ich Kathi aus dem Gefängnis befreie. Denn genau das habe ich vor. Sie halten Kathi in einem Bergwerk gefangen, das in einen Steinbruch getrieben wurde. Der Steinbruch ist geflutet, aber die Hammeriten nutzen die am höchsten gelegenen Stollen noch. Sie haben einen Teil der Anlage zur Strafanstalt umgebaut. Für jene, die ihren Glaubenssätzen zuwiderhandeln. Das ist eigentlich ein heftiges zweites Level, weil das wahnsinnig schon viel einführt. Die Zombies, die Hammeriten. Es ist sehr lang, es hat irgendwie drei Abschnitte. Und es ändert sofort den Geist des Spieles, weil es ist jetzt nicht mehr, okay, du bist in einem Anwesen und musst schleichen. Genau, und blöde Adlige ausrauben, sondern du bist jetzt halt echt mal auf eine ganz andere Art Mission. Ohne dass das Gameplay sich groß ändert. Ich erledige diese Tour nur ungern, aber Kathi ist ein verlässlicher Helfer. Und mir passt nicht, dass die Hammeriten ihn entführt haben. Außerdem schuldet Emma noch Geld für den Bruch bei Befford. Man hat eine Menge hier zu tun, ey. Gott, TLDR. Ich meine, Ich muss sagen, da hat mich das Expert-Level ein bisschen genervt, dass du quasi diesen ganzen Weg nochmal zurück musst. Ja, mit Kathi im Schlepptau. Okay. Nicht mit Kathi, sondern mit einem anderen Typen. Bassos, mit Basso. Der ist halt bewusstlos und den musst du dann noch zurückschleppen. Das spoilert auch schon voll, was da eigentlich auf dich zukommt. Das kannst du doch noch gar nicht wissen. Was? Nee, ich spoiler das gerade, ja. Das steht da nicht. Ah, okay, ach so. Der steht nur, sie Basso aus dem Gefängnis Quackstaff befreien wird, sie ihnen sehr dankbar sein. Aber da steht nicht, dass er bewusstlos ist. Ah, ja, okay. Ich meine, irgendwie ist es cool, wenn du richtig Bock hast, aber es ist halt auch so ein bisschen too much. Ja, das auf jeden Fall. Gerade dieses langsam und jemanden auf den Schultern tragen. Hot Tip? Warum ist das eigentlich Englisch? Ach, wahrscheinlich wegen dem T-Fix-Patch. Es war eigentlich komplett deutsch. So Leute, jetzt poste ich nochmal diesen anderen Artikel. Hier hat halt ein Typ, Tycho Bolt heißt der. Der hat halt so eine, es ist ein Google Doc zusammengestellt mit Tipps für tolles Game Design. Genau. Hier sind übrigens auch Tipps. Tipp, was ist denn da drin? Da sind nur ein paar kurze Texte. Ja, mache ich. Wenn man die in einer bestimmten Mission kauft, dann kriegt man auch gleich eine zusätzliche Mission und kann ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn man die kauft. Okay. Was steht da drin, Lauting? Ist Kathi in Zellenblock 4 eingekerkt? Das hätte ich auch durch irgendeinen Text rausgefunden. Weg mit dem Scheiß. Das heißt, dass die Hammeriten die obere Ebene des Bergwerks bald wieder zurückgewinnen wollen. Was sich dort ein gesegneter Weihwasserquell befindet. Den wollen wir doch mal finden. Du weißt halt überhaupt nicht, was das soll. Ja, ich wollte gerade sagen. Ein gesegneter Weihwasserquell. Warum? Ja, okay. Schön für sie. Ah, hier, ey, schon. Das hat mich halt echt auch überrascht. So. Okay, plötzlich ist es Tag. Das ist übrigens nicht der Originalhimmel, glaube ich. Ja, es sieht irgendwie zu gut aufgelöst. Also ich habe eigentlich angeklickt bei dem T-Fix, dass ich nicht die ganzen Verbesserungen haben will. Ich wollte echt das Original, aber anscheinend hat er das einfach ignoriert. Android sagt, the water, Herzlich. Yeah.
Hey, das Wasser ist wenigstens 100% nutzbar. Du kannst drin schwimmen. Bei fucking Thief 3 kann man nicht mehr schwimmen. Man geht sofort unter und landet im Gefängnis und er stirbt. So. Beruhigen Sie sich, Herr Harnisch. Geifer. Das ist halt das Schlimme, wenn Leute diese Spiele nicht gespielt haben. Das ist ja. Seht ihr noch genug? Diese Spiele nicht gespielt haben. Das ist ja ein bisschen wie Gothic, wo du überall hochklettern kannst. Du kannst auf die Dächer von Häusern klettern, auf Berge und so weiter. Und dann Gothic 4 war das ja so, wenn du ins Wasser springst, bist du instant tot. Und ja. Überall sind Kollisionsboxen und du kannst nirgendwo mehr hochklettern. Das ist Thief 3 in der Nutshell. Ja. Thief 3 ist scheiße, weil du nicht überall hin kannst. Und das ist halt das Schlimme. Ich glaube, wenn du das nicht weißt, dass du mal so viel konntest, dann akzeptierst du das. Ja, sicher. Wenn man halt unwissend ist, dann ist Thief 3 ganz okay. Die Textur sieht immer aus wie so ein Tigerfell, wie so ein Teppich. Die hier, ja, die mochte ich auch nie so, aber ich fand, es passt. Ja, halt so ein üblicher, dieses übliche braune Gestein ist dann halt auch irgendwie langweilig. Oh, die Geräusche, die mochte ich sehr. Mit denen habe ich auch viel rumexperimentiert. Das ist geil, wie die einfach so umstehen. Ja. Ich nicht. Ich habe mit denen null rumexperimentiert. Ein einziger kleiner Sieg und schon, hä? Oh Mann, ich hab wahnsinnig viele Argumente. Ich habe mal eine ewig lange Aufzählung gemacht, was mich alles an Thief 3... Wo steht aber können wir das bitte mal das Thema ändern? Heft, in deinem Wutheft? Nein, das war gute alte Kommentarspalte. Oh Gott. Oh shit, ich habe mich verlaufen. Ja, das Level ist eigentlich relativ einfach, wenn man mal so ein bisschen weiß. Okay, man kann Schilder lesen, dann steht da Fabrik. Also, ich will ja in die Fabrik. Very in game set, is it the same sound effect as the files in System Shock 2? Kann gut sein. Auch sehr schön hier, da kriegt man zum ersten Mal halt diese Techno-Welt mit. Bei Bufford, okay, jetzt sieht man auch Lampen, aber hier halt auch wieder diese Plattform. Ja. Ja, stimmt, das bricht's auch. Du denkst ja eigentlich, es ist komplett mittelalterlich und plötzlich wird so. Es ist halt Steampunk, aber es ist ja, am Anfang. Steampunk, genau. Am Anfang, finde ich, nimmt sich das noch ganz cool zurück. Und deswegen ist der zweite Teil auch so cool, weil er das halt so. Zelebriert. Ja. Ich habe kein Wutheft. Mann. So, noch nicht. Ich krieg gelesen, gleich eins. Ich hab gelesen, what the fuck? What the fuck? Hab's nicht verstanden. Ich glaube, ich mach dir echt mal ein Wutheft. Aber wozu? Man soll positive, oh Mann, man soll positive Sachen aufschreiben und nicht hier an Shit aufziehen. Lord, was? Lies mal vor. Olin sagt, they share a lot with Thief, yes. System Shock was developed assigned Thief 2. Köln sagt er, ne? System Shock 2 has qualities. They really started becoming OP at that point. Kissen verkloppen, ja, in so ein Wutkissen so reinatmen. Ich glaube, das brauchen wir dann, wenn wir dann das Cradle-Level tatsächlich spielen. Was halt schon krass ist, was in Thief 2 dann vorhanden ist und ich glaube auch in System Shock 2 und hier noch nicht, ist farbiges Licht. Und das merkt man manchmal echt krass, dass das wahrscheinlich das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten würde. Und hier ist alles weiß. Stehen die Zombies auch? Ich glaube nicht. Da. Oder? Kommt die richtige Größe. Ich mit der Schippe verhauen. Man kann die Zombies übrigens verhauen, aber. Und sie gehen irgendwann auch, glaube ich, zu Boden. Aber sie stehen auf jeden Fall wieder auf. Und, ja. Man muss sie explodieren lassen mit einem Feuerpfeil oder mit dem heiligen. Genau, mit einem. Ja, nicht mit Weihwasser direkt, das ist ganz witzig, sondern du musst das an einem Pfeil tun und kannst die nur mit einem Wasserpfeil, der geheiligtes Wasser hat. Ja, okay. Ja, ey, auch diese Dreidimensionalität, die fand ich immer so klasse. Deswegen mochte ich ja auch diesen uralten Jedi Knight-Teil, weil das einfach so fucking groß immer war. Und du hattest halt echt das Gefühl,
das zu bezwingen. Ich finde, für Try haben wir uns da schon auch das als Vorbild genommen. Also ich bin der Meinung, wir hätten Thief normal öfter gespielt, damit wir halt auch so diese Designs, dass wenn du irgendwo hochläufst und es dann hinter dir im Gang ist, hinter dir ein Gang oben, nur wenn du dich umdrehst und auch mal nachsiehst, findest du dann, dass da dieser Gang ist. Also diese versteckten kleinen Secret-Durchgänge. Ja. Und überhaupt diese Verwinkelung. Also das ist schon, da ist Thief echt ein Vorbild. Also ich meine, ich weiß, das hier war echt krass verwirrend. Vor allem wenn du, ich weiß nicht, ich bin voll in Panik geraten irgendwie. Ah, Zombies, überall Zombies und ich weiß nicht wohin und die sind so schnell. Die sind natürlich nicht, aber... Ja, die Zombies sind eigentlich wahnsinnig langsam. Ja, beim ersten Mal durchspielen fand ich das irgendwie krass und ich, keine Ahnung, ich konnte mich nicht orientieren und ich war in Panik. Pfeil! Dass man da zwei braucht, ey. Mhm. Übrigens, ein schöner Trick ist, man kann die auch mit Blitzbomben töten, aber ich habe jetzt keine. Man kann Zombies mit Blitzbomben töten, das fand ich immer cool. Die explodieren dann. Juline sagt, es gibt Game Dev School to Play System Shock 2. Das ist auch die einzige wahre Schule. Viridian Games sagt, es gibt Classes to Play Starflight back when I was in college. Ja. Illegal Stories. Oh nein. Also eigentlich muss man die gar nicht töten, ja. Man kann denen voll ausweichen. Beziehungsweise man kann sie verkloppen. Ja, aber die sehen echt gruselig aus und die Sounds sind auch krass. Ja. Also, heute sehe ich das auch nicht mehr so, aber ich weiß, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich echt gegruselt. Ja, ich auch, bei mir extrem. War es auch dunkler und... Ich habe mich auch extrem gegruselt, aber wenn man halt einfach mal die Spielsysteme so durchschaut, dann gruselt einen halt leider nicht mehr so viel. Das Einzige, was sie immer dann für sich haben, ist, wenn sie plötzlich überraschend hinter dir auftauchen. So, ich muss zur Fabrik. Das fand ich immer strange. Was ist das? Ja, schon. Okay. Sorry. Not my fault. Aber es ist eigentlich lustig, wie die mit ganz wenigen Mitteln dann doch so mit ihrem Visual Storytelling hinbekommen. Ja. Aber genau darüber wollte ich gerade reden. Wie diese Level gebaut sind, was die genau, für eine Art genau, haben, genau. Wie die Level bauen, dann hast du einfach wieder irgendwas anderes angeguckt. Oh nein, du bist gerade voll im Hype-Mode. Ich bin Thief 3 Hate-Mode. Du hast, glaube ich, da auch mal versucht, Level zu bauen, oder? Die haben ja so einen eigenen Level-Editor. Naja, ich würde nicht sagen versucht, ich würde sagen, ich habe mir den Editor gezogen und ich habe auch sogar ein, zwei Level gemacht, aber ich habe jetzt nicht versucht, ein Riesenspiel damit. Ups. Ja, und der funktioniert auf eine ganz interessante Art und Weise, wenn man das mal dann gemerkt hat, dann sieht man das auch überall. Der hat halt dieses CSG, dieses, ja, du kannst halt wirklich, die haben Zylinder, Boxen, ich glaube auch Kugeln und so, und die kannst du halt auf positiv oder negativ machen, und wenn du halt auf negativ machst, dann schneidet das raus, und wenn du es positiv machst, dann hast du halt einen Balken oder halt ein Objekt. Also du kannst einen Raum machen mit einer Säule drin, mit zwei Boxen. Und das Ganze ist halt non-destruktiv, was total cool ist. Aber dadurch ist halt auch die Reihenfolge der Objekte wichtig. Hm. Hier ist immer ganz witzig. Das sind ja diese Amoriten. Ich mag deren Stimmen besonders. Die haben zwei Stimmen und die haben nur eine Textur. So. Aha. Ja, man kann die irgendwie gegen die Hamariten kämpfen lassen. Nicht Hamariten, gegen die Zombies. Und uns ist dann die Ehe, werde zerschmettert. Der hat dich direkt als Dieb erkannt. Ja, ja. Ich sehe das so aus. Ja, aber das bringt mir jetzt nicht viel. Also ich könnte jetzt bei dem vorbei oder an dem anderen. Ja, an dem Hamariten hier. Gebt euch zu erkennen, ist da jemand? Und ihnen gesagt, die Levels sind wie Labyrinth gebaut, endlose Gänge und leere Räume. Ja. Bei was jetzt? Wahrscheinlich Thief, oder? Nee. Ich finde, was Thief passt auch. Obwohl, leere Räume sind es ja nicht. Also meistens ist ja doch irgendwas drin. Eigentlich nicht. Kann man drüber stellen. War das eben ein Laut? Hab keine Furcht, ich finde. Ach Mann, ey, der einen Scheiß haben. Den hassen wir. Probieren wir jetzt mal hier. Eines Generals.
sogar zwei. Ja, die unterhalten sich. Geh mal hin. Er wird uns von der Erde emporheben. Oh ne, die haben sich schon unterhalten wahrscheinlich. Also eigentlich unterhalten die sich. Ich weiß nicht mehr genau über was. Hey, was soll das? Da ist halt Wasser. Ja, das habe ich auch gesehen. Nein, aber ich meine, das. Nee, da ist. Ich glaube, ein Gang zu einem anderen Wasserteich und bla. Ach, das ist jetzt nicht so spannend. Warte mal, wenn ich hier ausmache, bemerkt ihr das. Lasst euch erkennen, so ihr hier seid. So ihr hier seid. Ja, aber sonst ist auch okay. Die Waffe fallen lassen. Du mich auch. Du kannst ja voll von vorne schlagen. Ja, ja. Die haben bestimmte Phasen, wo sie noch halt quasi in bestimmten Modi sind. Halt, okay, hier kannst du noch mit einem Knüppel ausschalten und so weiter. Und das geht auch nicht mehr in den späteren Levels, glaube ich. Ja, normalerweise würde ich mich da jetzt ewig drum rumschleichen, aber ich will euch ja nicht langweilen. Das aber es ist schon krass, ich mag das bei den Levels, die haben halt selten Levelstrukturen, die einfach nur gerade irgendwo drauf zugehen. Das habe ich nie bemerkt. Okay, da geht's gerade drauf zu. Ja. Aber ich habe noch nie da hingeguckt. Ich mag total diesen Treppenaufgang, wie die halt wirklich bei jedem Ding sich Gedanken machen, wie kann man es nochmal verwinkeln, und wie kann man nochmal was nicht sofort zeigen. Dass der Spieler das selber entdeckt, dass er selber da hingehen muss, anstatt dass man schon von unten sieht, ah, da oben ist irgendwas. Und das Faszinierende ist auch, dass das halt nur eine Textur ist, ja. Ja, das funktioniert relativ gut. Ja, na klar. Der Schatten bricht das total gut auf. Ja, ja, sicher auf jeden Fall. Ich frage mich echt, wie die Licht und Schatten gesetzt haben, weil teilweise macht es halt keinen Sinn. Ich meine, hier, klar, soll es nach diesen Deckenbeleuchtungen sein, mit dem Steg drin. Türen, die zur Seite aufgehen. Alter. Star Trek. Modern. Die sind einfach zu gut. Jetzt hätte ich aber echt gerne einen Moospfeil. Habe ich einen? Ja, ich habe einen Moospfeil. Ah, scheiße, ich habe einen Hammer in der Hand. Und das Blöde ist, wenn man was aufgenommen hat, genau, dann macht das immer ein Geräusch. Du kannst nichts im Kissen zurücktun. Garrett the Deep. Ihr werdet eure Späße noch bereuen. Wichser. Ja, hat auch diese Animation. Welche? Also überhaupt diese Patrouillen, die machen, okay. Aber die machen halt teilweise so coole Animationen, wie dass sie zum Beispiel einen Kessel bedienen. Mhm. Ah, fuck. So, mit einem Tageslicht. Na gut, irgendwie. Ich bin voll dunkel. Das ist halt das Lustige, du kannst dich halt hier irgendwo hinstellen. Hauptsache, du bist auf dem richtigen Pixel. Genau, bist auf dem richtigen Fleck. Na, wie viel misst das? Ist das wirklich ein Pixel genau? Wenn ich nachher mal zu der Stelle komme, kann ich dir sagen, wie groß der Fleck sein muss, damit du dich da drin verstecken kannst. Steven sagt, Dieb mit Zwangsneurose, ich muss jetzt hinlegen. Ich muss mich jetzt hinlegen. Wer da? Ich muss jetzt... Ist hier jemand? Nein, das Objekt, das ich in der Hand hatte. Das Blöde ist, ich kann es nicht einfach hinlegen, ich kann es nur werfen. Oder ich kann es ablegen, aber dann macht es halt auch Geräusch. Und Oline sagte, ich habe das mal studiert, indem ich ein Level von Thief 2 in Unreal portiert habe. Die haben schon wieder genommen! Ich kann es nicht aufhören! Habt ihr das gehört? Das ist scheiß Fanatik. Hier sind diese Kessel. Schmelzöfen. Ja, ist irgendwie eine strange Idee. Du hast einerseits so ein Bergwerk, jetzt bist du in der zweiten Ebene, ne, mit dem... Also hier könnte ich sie sogar töten, weil ich habe auf Norma eingeschaltet. Ja, die Idee ist echt krass. Mit den Schmelzöfen und dann halt drüber das Gefängnis. Drüber das Gefängnis, drunter... Mine. Zombies. Zombies, ja. Oh shit, hier kann man sich überhaupt nicht verstecken. Hier irgendwie.
Die riesigen Kugeln. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Jetzt. Hedgehog hat gesagt, die KI ist aber auch aus dem letzten Jahrtausend. Ja, was? Ist hier auch. Gar nicht. Das Ding ist, es hat eine ziemlich advanced KI, die halt eben auch auf Geräusche und so weiter achtet. Das Wichtige ist ja eigentlich vor allem, dass es spielbar ist. Und ich finde, die funktioniert sehr gut. Und natürlich ist es am Anfang in den ersten Levels noch nicht ganz so geil, wenn ich das formal vermute. Vielleicht stimmt es auch nicht und es ist immer gleich. Hä, du meinst, die KI ändert sich? Naja, halt der Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich kann die ausnocken, während sie noch auf mich zukommen und so weiter. Ihr werdet eure. Und ich erinnere mich halt an eine Story von denen, dass sie das Spiel schon ewig in Entwicklung hatten und aber die KI, also generell, es war, hat nicht so viel Spaß gemacht, wie es hätte machen sollen. Und dann innerhalb von, keine Ahnung, 2 Wochen oder so, hat sich einer mal hingesetzt und komplett die KI neu geschrieben, halt wenige Monate vorhin. Hast du kein Schwert? Ich will ihn nicht töten. Oh Mann, mach's einfach, komm. Ich knock den jetzt aus. Und der hat halt wirklich 2 Wochen oder so durchprogrammiert, um diese KI zu schreiben. Die war dann so gut, also für damalige Verhältnisse. Ich meine, ich finde, sie ist funktional. Was willst du eigentlich noch cleverer machen, dass die noch krasser funktioniert? Sie darf ja vor allem nicht zu schwer sein. Ja, eben, du musst ja auf eine Art ja auch durchschauen können, sonst kommst du ja gar nicht so ran. Weil was viele an Thief stört, weshalb viele Thief nicht gern spielen, ist eben, dass sie diese KI nicht sofort durchschauen. Und eben diese ganzen Sachen brauchen, die heutzutage bei Schleichspielen eingebaut sind, also mit dem Kegel und Das hab ich doch gerade erzählt, Aline. Jetzt hab ich ein paar Wunder. Und viele mochten das halt nicht, dass du ewig im Dunkeln ausharrst, um eine Figur zu beobachten, wie genau die reagiert, wann sie wo stehen bleibt. Das ist ja auch der Grund, weshalb Dishonored am Ende eingeführt hat, dass du die zur Not auch töten kannst. Ja. Also, dass es auch ein Playstyle sein kann. Warum nehmen wir jetzt hier eigentlich? Jetzt, das gucken wir uns jetzt mal an, wie der jetzt so einen Hammer baut. La, la, la. Na? Nur nicht faul werden. Das finde ich halt lustig, später machst du das nämlich selbst. Deswegen musst du gut aufpassen. Ja. Also nicht in dem Level, aber in einem anderen Level. Kein Schutzhelm, Arbeitsschutz ist hier irgendwie kein Thema. Wenn du dir überlegst, was die halt sonst so anhaben. Ja. Und diese voll krassen Monturen mit so einem Helm und so. Ich meine, ich glaube, in manchen Levels liegen auch so Masken für Schweißer. Im Intro kam noch so eine Schweißermaske, aber die tragen die hier nie. Die siehst du nie, oder? Vielleicht war das mal geplant. Wahrscheinlich als Artwork einfach gemacht und dann dazu gepasst. So, das ist hier halt die große Hammerproduktion. Und die bringen die dann immer in diese Kisten. Das hat mich schon so ein bisschen beeindruckt. Chuck. Oh. Der Soundhörer. Ich mag auch diese Zahnräder. Ich habe ja im Studium hatten wir auch ein Semester, das hieß, worum ging es, dass man 2 Charaktere schafft und eine Spielwelt. Also durch dick und dünn. Durch dick und dünn macht so eine Welt. Und ich muss sagen, da war auch mein Level total inspiriert von Thief. Ich habe auch ganz viel mit Zahnrädern und Windrädern gemacht und Figuren, die eigentlich voll von den Zombies geklaut waren. Ja, also bei mir war die Geschichte, dass du so in so einer religiösen Gruppierung warst, wo alle Masken tragen müssen und die Masken dich halt auch versklaven. Ohne Thief 2, ich glaube Thief 2 habe ich nicht gespielt. Nee, ich glaube nicht. Das kannte ich da noch nicht. Eine Zeit lang dachte ich, Block 4 käme bei dem ewigen Husten nie zum Schlafen. Aber jetzt wird er allmählich leiser. Gut. Tod oder lebenslänglich werden bei ihm sowieso auf dasselbe hinauslaufen. Ja, du musst halt in dem Spiel waren halt auch die Gegner so Zombies, die halt so komische Masken tragen, die halt vollständig so ausgenommen haben. Und das war total von Thief inspiriert. Auch so dieses Zombie-Geräusch, das habe ich dann immer versucht nachzumachen. Eigentlich war ich voll total neidisch drauf. Halt auch die Idee, Thief nachzubauen. Ich habe nicht Thief nachgebaut. Ist hier jemand? Ja, aber... Okay.
So, ich kann mich jetzt entscheiden. Welche Missionen habe ich eigentlich? Jetzt muss ich den Bettler Isid. Ich brauche also, ich muss wissen, wo Isid ist. Und Kathi. Und mit Kathi muss ich entkommen. Okay, Verene, Game says, see you later. Yeah, see you. Hier ist übrigens noch, die kommen im zweiten Teil mehr vor. Eine Überwachungsanlage. Hier seid ihr nicht gelitten. Die sind hier noch total rudimentär, also. Krass. Aber es gab sie schon. Weil ja. Wie auf so einem U-Boot. Ja, ja. Es fühlt sich aber an wie auf einem U-Boot. Ich weiß auch nicht, mit diesen Maschinen und das diesen komischen Lampen. Und die Geräusche auch. Ja, ja. Aber guckt da jemand oder soll das eine KI sein? Das ist eine KI. Das war ja schon im zweiten Teil ja dann auch so. Dass ja, ja. Also nein. Da sitzt niemand hinter einem Teleskop. Nein, nein. Periskop und. Nee, das ist alles automatisiert. Okay. Uah. Man sieht hier auch kaum. Das ist echt krass. Nicht so ein rot blinkendes Licht oder ja, irgendwas. Ja, die gibt es, glaube ich, auch nur in diesem einen Level. Hier, das sind die Original-3D-Modelle, ne? Da siehst du nochmal den Vergleich von wegen 5 Polis. Ja, ja. Ich kann uns die mal angucken. Die Köpfe rotieren immer nicht mit. Ja. So sahen die aus. Genau. Ich fand's halt dann schade in Dishonored, dass eben dieses Verstecken im Schatten nicht mehr gemacht wurde, einfach weil, das ist doch unrealistisch. Man kann sich doch nicht einfach in einem Flecken Schatten und verstecken. Niemand sieht einen komplett. Ich fand's halt immer okay, wie Thief das halt, also Dark Project das begründet hat, indem man halt einfach sagt, Magic. Echt? Ja. Was war die Begründung? Hey, ja, er ist halt ein Hüter. Und ich dachte einfach, dein Skill ist so hoch. Dein Skill ist hoch, aber du bist halt auch trainiert von diesen Hütern. Ich sollte irgendwo anders gehen. Hallo? Uah. Wer seid ihr? Meine Klinge! Lass mich mal vorbei. Und wenn du sie bist am Start, hey. Hey. Eulien sagt, Dishonored hatte dann nur diesen blöden Shadowboxen, in denen man nicht entdeckt. Naja, es war halt vor allem Cover. Es war. Oh shit. Du hast dich vor allem versteckt hinter Gegenständen. Oder in der Ferne. Schon genial, oder? Hier so eine Alarmanlage hinbauen. Aber dann, dann immer so einen Gang. Unbeleuchtet. Yeah, ich hab's geschafft. Der Schatten ist so super. Wo kommt er her? Ich glaube, die Lichter sind hier oben. Da. Das fand ich aber auch echt atmosphärisch. Ja. Was mit diesen Geräuschen? Hier steht keiner. Ne, im Expertenmodus steht hier einer. Ah, okay. So legen die also ihre Pfründe an. Halt nicht nur Bergwerk und dann noch Kirche irgendwie. Ja, Kirche noch mit rein. Ich meine, das sind die Hammeriten. Ich mag echt die Idee, sowas Weltliches zu nehmen, halt wirklich Hammer und bla, und daraus eine Religion zu basteln. Und es macht gut, Sinn im Spiel. Jesus hat ja auch immer das Gleichnis mit dem Türken. Also ja, ja, sicher, aber hier ist es halt echt, der hat den Hammer genommen und die Welt gebaut. Essen nützt hier leider nichts. Erst im zweiten Teil bringt Essen tatsächlich Lebensenergie. Kannst du das Überwachungsperiskop mit einem Pfeil blenden? Ich bin mir gar nicht sicher. Markus ist am Start. Hey. Yay. Müsste man mal ausprobieren. Ich komme, glaube ich, noch mal dran vorbei. Hier Markus, ist hast du das gespielt? Ein Eingang. Kennst du das Spiel? Ist halt schön, also. Es ist halt eine Tür, aber es ist nur eine Textur. Und dadurch weiß ich, die werde ich niemals öffnen können. Aber sie hat halt irgendwie was Außerirdisches, das stimmt schon. Denkt nicht, ihr könntet verschwinden. Ich gewahre euch.
Was? Gewahre euch? Ich bin euch gewahr. Ja, stimmt, euch. Stimmt. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Übersetzungsschnitzer. Im zweiten Teil erinnere ich mich daran, dass sie halt zum Beispiel sagen, ja, diese Frau ist so virtuos und meinen halt eigentlich virtuous, also tugendhaft. Aha. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es ganz okay. Ja, ist krass, wenn du weißt, dass sie die Tür so gestanzt haben, ja, dass sie erst dieses Fünfeck oder was das ist, in diese Tür gestanzt haben und dann nochmal ein Quadrat Dreieck durch. Genau. Das ist schon aufwendig. Ich frage mich schon, wie aufwendig das war, weil ich habe zwar Level versucht, aber bin wirklich nicht weit gekommen. Aber ich meine, du merkst an der Engine, die du, nicht Engine, an dem Level-Editor, den du auch selbst gemacht hast, wenn du selber so Boxen so setzen kannst, geht das irgendwie schneller, als wenn du in 3D Max selber die Geometrie baust. Ja klar, weil das du... Das ist doch irgendwie was anderes. Bist du so verbunden? Ja, ja. Wie so ein Golfschläger. Nee, so, wie heißt das, Polo? Nee, ich weiß nicht, Hockey? Nee, das... Ah. Na doch, Polo, heißt das nicht so? Dieses, wo man diese Holz... Was auch in Alice im Wunderland gespielt wird, diese mit diesen runden Türchen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann mit den fetten, schweren Holz. Crockett, genau. Oder Crockett, ja. Hier, jetzt kann ich dir mal zeigen, obwohl, geht das jetzt gerade auf? Nein, also kann ich dir nicht zeigen. Markus sagt, er kannte das Spiel noch. Also... Sorry. Wo muss ich eigentlich hin? Hier ist die Kaserne. Ich gehe mal. Ebene 4. Ja, auch, aber ich muss diesen Issit auch finden, diesen Bettler. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr auswendig, wo der war. Okay, habe ich hier einen Schlüssel für? Okay, hier ist das mit dem verwirrend und einfach nur symmetrisch. Das fand ich dann echt ein bisschen blöd auch. Wenn das alles so gleich ist und du vergisst eigentlich, in welchen der Räume du warst. Es ist ein Gefängnis, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber ja, es sind 4 Blöcke und heutzutage würde man das ganz anders designen wahrscheinlich. Aber ich find's lustig, man kann die alle rauslassen und dann stiften die Verwirrung. So, Gelland, Namon, Pozzol. Interessiert keinen. Du lässt die nicht alle raus, um Verwirrung zu stiften? Nein, die stören dann nur. Ich muss vor allem darauf achten, dass er nicht guckt, während ich durch das Licht laufe. Ja, aber stören die dann? Also ist dann wirklich, verändert sich da was für dich? Obwohl ich glaube, 1-2 rennen raus, ich bin mir nicht mehr sicher. Nun ist hier nichts mehr. Geht das wahr? Ist da jemand? Ist dem den Schlüssel geklaut? Ja, natürlich. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt im 1-2? Da war auch noch nicht. Weh mir! Weh mir! Was man halt so sagt, wenn man im Gefängnis sitzt. Ist das das? Ich glaube, das ist er. Der Laut ist verklungen. Okay. Vrendal Delin sendet Isit Schnorrer, Stockhiebe und Sauerbrei an heiliger Strafe gestorben. Yeah. Die Tür geht immer automatisch zu, das ist blöd. Und jetzt hat sich das erledigt, oder was? Nein, ich muss hier diesen Zellenblock... 10. Also ja, 9 öffnen. Und erklärt euch, so ihr da seid. Du nervst. Ich glaube, es ist der hier. Das sind natürlich nicht nummeriert. So, seine Hand muss ich stehlen. Ah, oh mein Gott. The Hand of Glory. Ich will mal kurz noch was sagen. Ich bin gleich wieder da. Jetzt wird's langweilig. Jo. Ich muss jetzt zu Zellenblock 4, um meinen Freund Cutty zu befreien. Und die sind eigentlich, glaube ich, alle miteinander verbunden. Aber ich weiß gerade nicht wo. Das ist dann doch ein sehr verwirrendes Design. Könnt auch einfach warten, bis hier einer durch die Tür kommt. Ist das
Okay. Das Schlimme ist, wenn man dann mal so ein Spiel hat, das man echt gerne spielt und immer wieder spielt, dann ist es so richtig ritualisiert. Dann kann man dabei eigentlich nicht zusehen, weil kein Mensch würde das normal so spielen. Mich frustriert das Level eigentlich gar nicht so sehr. Also wenn ihr sie schreibt, das war das Level, das ihn am meisten frustriert hat. Ich finde es eigentlich ziemlich heimelig und ich finde, es repräsentiert den ersten Teil ganz gut. Vor allem, wenn man dann Expertenmodus spielt, dann muss man sowieso in jeden einzelnen Zellenblock. Ach, wir gehen jetzt mal hier außen rum. Lasst euch erkennen, so gut. Okay, gibt's jetzt Alarm. Geht dort. Mich dort. Was hab ich verpasst? Da ist langweilig. Und hast du das mal ausprobiert? Ich kann ja mal hier. Ja, es ist. Ich glaube, es ist tot. Ich glaube, es ist wirklich nur ein ganz normaler AI-Agent. Das ist halt ein bisschen blöd, sobald man ein bisschen zu expertig ist, benutzt man die ganzen Tools nicht mehr. Und dadurch bringt man sich selber so ein bisschen um ein Experimentierung. Naja, um einen Teil vom Spiel einfach. Hast du Enricos vorgelesen? Ja. Und warum hat dich das frustriert? Das würde mich mal interessieren. Naja gut, es ist wirklich verwirrend. Ich spiel's ja gerade und man. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie spannend, dieses krasse Riesenlevel zu entdecken. Ich fand es halt ätzend, dass man den Weg zurücklaufen musste. Das war ja, aber muss man das hier auch? Ja, stimmt, mit Kathi aus dem Gefängnis. Ja. Obwohl eigentlich nicht, weil der stirbt ja. Ich ist gespoilert. Also ich hatte irgendwie ein Level, da musste man zurück. Ich glaube, das war das nächste, wo man über den Friedhof... Weiß nicht mehr. Ich kam der Dieb etwa dieses Weges? Sei nur wachsam. Denn er trägt Waffen. Kann ich den weglocken? Ja. Es gibt ja hier auch die Lärmpfeile. Genau, Noisemaker Arrow, beziehungsweise Lärmpfeile im Deutschen. Und die funktionieren leider noch nicht ganz so gut. Die werden nur alarmiert und dann sind die eigentlich wie normale Sachen, die man rumwirft. Erst im zweiten Teil laufen die dann wirklich dahin, wo der Pfeil gelandet ist. Die Pest hole diese Ratten. Ich dachte, die bringen die Pest. Kannst du die mit den Lärmpfeilen auch einfach abschießen? Wie? Die Hämorrhoiden? Du kannst Lärmpfeile nicht so verwenden. Nur die Breitkopfpfeile sind eigentlich wirklich dazu da. Oh, ich will hier weg. Aha. Wenn man die AI einmal durchschaut. Wie komme ich eigentlich hier rein? Ich habe schon wieder alles vergessen. So, jetzt bin ich endlich in Zellenblock 4. Und hier ist Kathi. Kathi, Backmischung. Kathi. Ich weiß gar nicht mehr, muss ich noch irgendwas machen? Nö. Ich habe auch schon alles Geld. Oh, ich habe gar nicht geguckt, in welcher Nummer. Ich mache einfach alles auf. Müsste hier drin stehen. Handflächen täglich verbrüht. Oh Gott. Entmannt. Dirnentreiber. An Ausfluss gestorben. So. Da, jetzt rennen ein paar raus. Ja, cool. Enrico sagt, als ich das gespielt hatte, war ich gerade 16 und damals nicht so gut in der Orientierung. Das ein Level, was überall gleich aussieht, hat dazu geführt, dass es mir genau das Level in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich mich an vieles anderes aus dem Spiel gar nicht mehr erinnern kann. Das ist sehr gut. Ich frage mich gerade echt, wie man in diesen Raum reinkommt, bei dem wollte ich dir nochmal zeigen. Ich meine, ich finde, die sind bei den Levels schon ein bisschen durchgedreht. Also, ja.
manchmal merkt man, dass die sich dann sehr in ihr Tool verliebt haben und haben dann einfach riesige Konstruktionen gebaut und es gibt schon echt Level, wo man einfach nur umherirrt und also die kommt später noch, finde ich. Ja. Ja, vor allem, wenn man dann Experte spielt und alles Gold finden soll und man findet's einfach nicht. Na komm, mein Alter. Ich will doch alles speichern. Wofür? Na Tradition. Komm, mein Alter. Jetzt holen wir dich hier raus und mir mein Geld. Muss dich leider enttäuschen. Ich gehe nirgends mehr hin. Gut, dass du stirbst, Kathi. Sonst müsste ich dich umbringen, weil du mich schon wieder versetzt hast. Tja, Junge. Ich schulde dir was. Also, Felix hat unten in den Katakomben nach dem Quintus Hormis hat mir seine Aufzeichnungen dagelassen. Die Hamariten bekamen sie in die Finger, haben sie in ihre Truhe für Beweisstücke. Shit, gelegt. Ich bin ja noch nicht fertig. Du weißt schon, ihre Beutesammlung oben in den Offiziersquartieren, Geheimgang auch da oben. Der ist wichtig, der Geheimgang, wenn man dann wirklich am Anfang zum Anfang zurück muss. Ich weiß gar nicht, muss ich das? Da fragst du dich aber auch, was die da gemocapt haben, weil es ist irgendwie so, wie machst du das? Das Tolle ist ja, die wollten den ursprünglich wirklich liegen lassen und die haben es nicht hinbekommen. Es gibt dann in der Gold-Version von Dark Project 1 gibt es ein Level, da kann man das halt aktivieren und dann kriegt man so richtig ein Making-of mit lauter kaputten 3D-Modellen und halt witzigen Sachen. Aha. Und da zeigen die dann halt auch, okay, wir wollten Kathi liegen lassen und wir haben es mit unserem System nicht hingekriegt. Das verstehe ich gerade nicht, warum? Hat halt einfach nicht funktioniert, also einen Charakter vertikal hinzulegen, ich weiß es nicht. Ja, aber es gab doch, ist nur jetzt durch den Patch oder was? Was ist denn hier passiert? Ah, das ist einer der Geflüchteten. Das war eine dumme Idee, die zu befreien. Wo ist denn der Zugang? Da oben, Offiziersquartiere, da oben. In bei 1. Hä, war ich da nicht schon? Oline sagt, in Fig 3 ist das dann alles sehr viel einzigartiger und strukturierter. Darüber kann man ja auch streiten. Markus sagt, tolle Zelle, wo schlafen die Leute? Ja, gute Frage, ne? Ein Eimer gibt es irgendwie auch nicht. Hier wird nicht geschlafen. Das ist so Guantanamo-Style. Ja, aber wo geht's denn hier hin? Und hier hin? Okay, ich glaube, das ist eh nicht. Hey, ich dachte, eins durchlaufen. Ja, ich muss zu eins. Kann ich hier eigentlich runter einführen? Nee. Nochmal, komm, versuch's nochmal. Immer wieder. Ich glaube, da will ich nämlich hin. Der Alarm, also das ist nicht mehr Deep-like. Jetzt verfolgt er mich. Aha. Hab ich irgendein Tool? Nee. Was ist das? Der Meister-Dieb. Ja, ist halt gerade blöd gelaufen. Ich muss zur Kaserne. Irgendwann geben die schon auf. Machen sie das? Ja, ja. Danke. Ach, langweilig, nicht mein Bereich. Jetzt bin ich hier. Nee, ich dachte, da sind diese Offizierskasernen oder so. Warte mal, vielleicht. Das sind die doch, oder? Ja, ja, ich glaube, ich muss hier rein. Wer geht da? Oh. Wer geht da? Ah. Hier sind die richtig. Erstmal will ich nach unten gucken. Hä, was? Warum? Weil da. Jetzt kann man da hoch. Die Trommeln rufen dich. Hast du es vernommen? Um seine Börse zu retten, hat Tarius sein neues Messer bei den Chemenos und nicht bei uns erstanden. Wagt er es? Schämt er sich nicht? Jetzt schon. Seine Klinge bracht gleich beim Abendessen. Die Chemenos sind schäbige Handwerker.
Tarius wird seine Lektion gelernt haben. Also das ist echt auch schwer zu ghosten. Du kommst nicht an denen vorbei. Und hier ist kaum Schatten. Also beziehungsweise das da oben zu kriegen. Das Zeug. Denkt nicht, ihr könntet verschwinden. Gedachtet ihr, mich zu verwunden? Wow, der kann zaubern. Ja. Der schießt kleine Hammer. Wirklich? Ja. Zu mir. Und im zweiten Teil schießen sie kleine Zahnräder. Was steht denn eigentlich hier drin? Als ich fror, zeigtest du mir Herd- und Dachbalken. Religiöse Blödsinn. Mal gucken, was ist eigentlich hier. Ja, toll. Ich gehe jetzt mal in die Kaserne und hol das und dann können wir dieses Level langsam mal abschließen. Weil das Level danach wird noch beschissener. Weißt du, wie die das gemacht haben? Haben die dann so Soundblasen und dann wird das getriggert? Weil die haben ja teilweise auch so Szenen, wo eigentlich nur so atmosphärischer Sound ist und wo dann plötzlich so ein Techno-Sound getriggert wird. Techno-Sound? Nein, nicht Techno, nein, so ein bisschen elektronische Musik. Dieser, nicht? War das nicht so, den du auch im Dings hörst? Im Intro. Diese Musik, die wird auch manchmal getriggert. Ja. Wenn du was bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann. Also ich weiß, im zweiten Teil wird die Musik einfach. Ich weiß nicht mehr, wie es im ersten Teil ist, aber im zweiten Teil wird Musik einfach immer mal abgespielt. Nein, warte. Überall diese riesigen Schlösser. Einfach. Halt wirklich so alle paar Minuten oder so. Kathi wird es. Okay, das Kinoshorn. Theoretisch müsste man das Level überspringen, aber wir machen das nicht. Ja, ich habe den Schlüssel schon gefunden. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal runter in so einen Geheimraum, wo eben dieser Typ hingeflohen ist. Ja. Aber das habe ich zum Glück schon gefunden. Und jetzt kann ich hier, was muss ich machen? Entkommen Sie aus dem Gefängnis, einfach diesen Geheimgang hier nehmen. Yay. So viele Rutschplatten. Das ist schon ein bisschen billig. Das hasse ich ja eigentlich immer in Spielen. Was? Wenn einfach so ein ganz einfacher Weg zurück dann am Ende freigeschaltet wird. Weil es ist einfach so gamey. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, es ist einfach nur... Hat das ja richtig perfektioniert. Ja, eben nicht perfektioniert, sie haben es übertrieben. Ja, aber ich finde es okay, weil... Es kommt aufs Spiel an und ich finde in dem Fall ist es okay. Es macht auch Spaß, dass du dann siehst, ah krass, hier komme ich jetzt raus. Und ja, aber es ist... dann einfach... Ja, aber du vielleicht, kann ich einfach mal sagen, wie ich das finde? Ja, das ist blöd. Ich finde es blöd, danke. Komm, schreib's in deinem Nein, in meinen Wuthef. Und ich finde es halt witzig, dass sie diesen Geheimgang geschlossen haben im Expertenmodus. Dann kann man da nicht hin und man muss wirklich den Weg zurücklaufen. Und das ist halt, das finde ich eigentlich die beste Lösung, dass man halt so Sachen für Leute macht, die eben eine gewisse Challenge wollen oder eben dieses Immersive total mögen. Hm. Und halt im Easy-Mode gibt es halt den Easy-Way-Out. Ich meine, ich bin halt der Meinung, du hast heutzutage viel mehr Leute, die richtig ausgebildet sind, Game-Designer zu sein und nur Game-Designer zu sein. Und sich auf Details zu konzentrieren. Ja, und deswegen hast du eben mehr so, naja, was für dich vielleicht Game-Breaking ist oder zu gamey, aber was eben dem Spieler sehr, sehr viel abnimmt. Wir haben uns ja auch irgendwie darüber unterhalten, dass heutzutage jedes Spiel hat diese weißen Kanten, wo du dran hochklettern kannst. Und dass es eigentlich total bescheuert ist, dass es teilweise visuell gar nicht in die Welt passt. Teilweise gibt es so Farbe gar nicht oder es passt nicht. Und du fragst dich, wer hat das an der Stelle überhaupt hingemalt? Weiß ich nicht, bei welchen Spielen. Keine Ahnung, Jedi Fallen Order hast du das ja auch ganz oft, dass da irgendwo weiße Farbe ist. Tomb Raider, die neuen Teile. Tomb Raider, die haben das, glaube ich, angefangen. Also ich bin der Meinung, die hätten das irgendwie... Genau, und ich meine, ich finde es auch irgendwie wahnsinnig gamey, aber es hilft halt zur Orientierung. Und ich verstehe, dass Game Designer da sehr, sehr stolz waren, dass sie das eben etabliert haben. Aber ich bin halt zu oldschool, das gebe ich gerne zu. Und für mich ist das halt immer ein Kaschieren von einem Designfehler. Ja. Nämlich, dass man einfach nichts mehr sonst erkennen würde. Übrigens kenne ich den Weg nach draußen. Markus sagt, dieser Abwärtswasser sieht ja richtig interessant aus. Ja, interessant ist das Richtige. Ich fand mir das Ganze teilweise so fließt.
Und Aline sagt Far Cry 3 und die 4, ja. Ja. Und das habe ich kurz. Ich finde es nicht richtig schlimm. Mein Problem ist dann eher, dass sich sowas so wahnsinnig etabliert und dann wird das schon in Spielen inzwischen vorausgesetzt. Wieder, ich kann eine Kante hochgehen und da ist kein weißer Streifen. Moment. Also ich finde, das macht das dann oft mit Leuten, gemeine, dass sie das halt richtig erwarten. Gemeine Morde 1. Gemeine im Morde. Im Luftkampf erzielt. Ja, den hab ja nicht ich umgebracht. Das ist halt so, es zählt trotzdem. Was ist denn der Luftkampf? Ich glaube einfach, wenn du springst und dann gestohlen 7 von 12. Gestohlen. Achso, wenn man Leute von dem Schlüssel. Genau. Oder was auch immer die am Gürtel haben. Okay, das nächste Level würde ich jetzt auf easy spielen, weil das ist echt ein bisschen länger. Wie ist denn das von der Zeit her? Willst du das jetzt noch zeigen? Ah, ist schon zu spät. Ja, oder willst du lieber die anderen Games zeigen? Oder vielleicht die anderen Games zeigen und dann noch massiv, wenn wir noch Zeit haben? Oder? Ja, kann ich machen. Schnarren. Amaritensägen rissen die Haut vom Holz. Da kommt das dann schon so langsam hin, dass es eben diesen Waldfürsten gibt. Halt am Anfang machst du halt deinen Shit, du klaust Sachen. Aber es kommt natürlich noch eine Überstory, eine epischere Story eben mit diesem Waldfürsten, der quasi der Teufel ist in der Mythologie der Hamariten, der aber eigentlich so eine Art Waldgott ist. Schlecht auf Kati zu sprechen, aber was eigentlich er kann nichts dafür, einfach nur eine eigene Agenda hat. Angetan haben. Aber am Ende natürlich also die Welt zu schlafen. Das Horn zu suchen. Felix hat es mal erwähnt. Ich habe ja gar keine Wahl. Das Wohngeld ist fällig und mein Vermieter ist noch unerbittlicher als die Hammer. Der zahlt doch seine Miete damit. Die Lage des Eingangs ja, aber das Geld, das du geklaut hast, landet schade. Dann wirklich bei. Die Karte zeigt nicht an, wo sie das Horn er zeigt gar nicht seine Miete damit. Felix hat sich vor seinem oder er berechnet es einfach, dass das Horn im Grab der Adelsfamilie Quinus liegt. Schätze, ich muss das Gebiet einfach durchforsten. Mal Geld anzulegen für eine Altersvorsorge. Der gute Felix meinte noch, dass es in den Katakomben spukt. Viele glauben nichts, aber fürchten alles. Schon vor allem, wenn er sich mal verletzt. Vielleicht sollte ich vorher einen Schluck Weihwasser nehmen. Ein Zombie. Es geht jetzt nur noch um Zombies. Also das Level ist schon hardcore und ich glaube, hier hätte ich aufgehört, wenn ich weniger dickes Fell gehabt hätte. Enrique sagt, diese edle UI mit dem übergroßen Text. Ist die eigentlich im Englischen auch so was? Krass gesetzt? Ja, ja. Also ein bisschen anders, aber... Naja, aber wieso UI? Das war doch einfach nur ein Intro. Also eine Zwischensequenz. Vielleicht sollte ich mehr heiliges Wasser nehmen. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt diese Mission spielen, oder was? Ganz kurz rein. Nein, ich frag nur, was ganz kurz reingucken, weil... sie hat ein paar Sachen, die mir wieder sehr gefallen haben, auch sonst hätte ich es auch nicht weitergespielt. Ich mochte dieses Level wahnsinnig gern, auch wegen den Burics, die gleich kommen. Die sind super cool. Aber es ist halt wieder, und man könnte sagen, okay, es ist jetzt wieder nicht das, was man von dem Spiel erwartet hätte. Genau, was aber komisch ist, weil man kannte ja bisher nur dieses eine Level. Aber es ist halt... Ja, aber ich finde auch Thief wirkt ja so ein bisschen in die Richtung. Ja, na klar, es heißt, Dieb. Ja, du bist der meiste Dieb. Ich meine, eigentlich bist du ja weniger ein Dieb als ein, weiß ich, wie so ein Söldner oder so ein... Geht ziemlich tief runter. Aber man kann das Level auch spielen wie die anderen Level, das ist halt der Witz, also... Du kannst jetzt einfach genauso schleichen und Und das ist halt Pfeile das, was benutzen. Ich damals nicht so erkannt hätte. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die Zombies von der Logik her genauso funktionieren wie die Wachen. Ja. Das ist so gruselig immer. Aber ich mag das auch, dass du über dieses Dach... Nee, ich habe Lebensenergie verloren. Das mag ich halt sehr, dass du wirklich über dieses Dach und diesen komischen... Was? Achso, ne, das sind einfach, da stehen eigentlich ohne. Aber hier in dem Level merkt man auch, wie gut man einfach wegspringen kann. Irgendwas mit diesem Bestattungsritus haut hier nicht hin, in dieser Welt. Schon. Ja, es wird eigentlich nie erklärt, warum es Zombies gibt. Ja, stimmt, das ist halt so. Schade. Oder warum man hier 3x3 Goblin-Köpfe hinmacht. Und hier folgt man halt so ein bisschen einer älteren Expedition, wo halt dieser Felix, der von Kathi berichtet, eben das Kinoshorn finden wollte.
Und man findet eigentlich lauter Leichen dadurch. Also viel eher zurückgenommenes Visual Storytelling. Viel über. Hatten die nicht auch Bücher in dem Spiel, wo man so Texte lesen kann? Mich immer wieder. Also noch mehr über diese Religion? Nicht in dem Level, oder? Oder erst im zweiten Teil dann. Also es gibt nicht auch Bücher. In dem Level, aber es gibt auch Bücher und so. Das auf jeden Fall. Bin ich richtig? Bin ich wieder hier? Ein Wasserfall. Das ist aber ein schönes Secret. Die Gänge finde ich komisch. Teilweise checkt man gar nicht, dass dahinter. Ja, das soll man ja auch nicht checken, dass dahinter so eine Wand weiß, ist. Ich finde es ein bisschen zu subtil. Ja. Auch die Gänge so ein bisschen. Ist halt schön, was sie mit diesen einfachen Geometrien gemacht haben. Ja, auf jeden Fall, auch mit den Texturen. Die sind ja gar nicht darauf angepasst, aber irgendwie funktioniert es. Ich finde ja auch, wenn man am Anfang auf dieses Spiel schaut, finde ich es immer wahnsinnig hässlich. Die Texturen, die Farben passen nicht ganz zusammen. Überhaupt auch die Details der Texturen teilweise. Aber je länger man das spielt, desto mehr vergisst man das. Also mir geht es zumindest so. Und desto mehr denke ich mich in diese Welt und das funktioniert dann plötzlich einfach. Also ich akzeptiere das dann. Ich glaube, es hilft halt einfach auch. Realität. Ich finde, es hilft auch, dass es eben nicht so viele Details hat, die einen permanent ablenken. Ist das nicht der alte Mann von vorhin, der dich so entleibt? Entleibt ist er. Das kann gut sein. Wenn ihr gesagt in Tip 3 sind das richtig 3D-Bücher beim Lesen. Ja, finde ich nicht jetzt ein Argument dafür, keine Ahnung. Ich fand das eigentlich immer schlimm. Das ihr Problem, ich muss natürlich ganz zugeben, das Problem bei Thief 3 für mich war, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich keinen neuen Pentium 90, sondern noch meine alte Gurke Pentium 90 oder so. Wahrscheinlich eine Version weiter, aber. Und es lief furchtbar schlecht. Und das bei diesen absoluten Winz-Leveln. Und dadurch kam die Immersion natürlich bei mir nicht mehr so auf. Und bei Thief 4 war das doch genauso. Da hast du doch auch einen schlechten Rechner. Und dann aber bei Thief 4 ist halt einfach mal super objektiv schlecht. Ja genau, wie findet ihr Thief 4? Gibt es da eine Meinung? Das wird hier gar nicht erwähnt. Doch, ja. Du hast es einmal erwähnt. Aber ist doch eigentlich wie Thief 3. Das Level hier kann übrigens auch super verwirrend sein. Warum hast du eigentlich nie einen Thief-Klon? Na gut, dann kam ich und wollte was anderes machen, aber ja, theoretisch... Ich hab's versucht zumindest... Ja, shit, ich hab mich wirklich verlaufen. Mit dem Seil wieder hoch? Nee, Thief 3 war nicht das Opus Magnum. Das war der schlechte Teil halt. Ja, sorry, objektiv halt. Ich kann halt sagen, ich bin objektiv. Es ist dein Kanal, also hast du recht. Ja. Ja, und jeder wird gekickt, der was anderes behauptet. Aber Eline, du machst doch auch so ein Thief-Spiel, oder? Hoffentlich nicht Thief 3-mäßig. Bestimmt. Das finde ich aber schön mit den Mauern. Das ja, ist das ist ganz witzig eigentlich. Aber irgendwie halt sieht man dann auch so die Geometriefehler dadurch, halt wenn hier oben sowas reingeht und du weißt halt nicht, ich meine, dahinter müsste jetzt Schutt sein und nicht wieder dieselbe Mauer. Nee. Oder hier diese langen achteckigen Gänge. Das machen die definitiv zu oft. Mit diesen blöden Pilzen. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es noch faszinierend. Der Pfeil zeigt in deine Richtung. Am Anfang fand ich es noch faszinierend, ja, weil es so skurril aussieht irgendwie auch. Aber die machen das dann irgendwann zu oft. Die Bullies! Und die Geräusche! Die kotzen mich an! Und die haben auch so Eide, so. Wir haben Giftgas. Oh. Macht der nicht immer so. Ja, ja, wenn sie verletzt sind und abhauen, dann machen sie. Die sind super. So was hätten die mehr rein tun sollen. Ja. Fand ich dann auch ein bisschen schade, dass die im zweiten Teil nicht mehr vorkamen. Frag ich mich, warum auch. Und Lene sagt, ich mache ein Thief-inspired Game, aber meine Mechaniken sind schon weiterentwickelt. Okay.
Aber man braucht natürlich mehr Leute für solche Projekte und es ist ja noch jung. Okay. Ja, hier Gloomwood konzentrieren sich halt auch auf einen Aspekt von dem Ganzen, nämlich halt im Schatten verstecken. Und die sind auch nur zu zweit. Und sich auf einen Aspekt zu konzentrieren, wenn man nur zu zweit ist, ist ja total einfach. Und hey, wer entwickelt dann plötzlich total ja, aber, Features? Ja, aber sofort kommen Leute, das ist ja gar nicht wie Thief. Was halt völlig okay ist. Ja, und das wenn muss er man, sagt, Thief ist ganz... Ja, das heißt halt, ja, er benutzt das jetzt halt auch wirklich als Pitch, was völlig okay ist, aber mich schreckt das halt eher ab, weil ich finde, Gun-Gameplay passt einfach nicht hier rein. Ich finde, für mich ist das zu 50% mindestens eben auch dieses mit dem fallen Bogen, auch wenn ich fallen Bogen kaum noch verwende. Wenn sind die hier zum Sterben hingekommen? Anscheinend. Sagt uns das was? Ich glaube, dieses Vieh hier sieht man wirklich nur hier. Was immer das ist. Eine frühe Version. Oder mit einer anderen Textur, weil es halt schon ein bisschen länger tot ist. Es sieht auch einfach mal aus wie der erste Teil. Also, dass sie es mit Dark Project 1 vermarkten, macht Sinn. Die Leute mögen es und die Leute mögen auch Gun-Gameplay. Ja. Berline sagt, es ist nicht okay, sie vermarkten es extrem mit Thief-Referenzen. Ja, ich finde, das ist auch legitim irgendwo. Und wenn man es dann selber mal spielt, merkt man, es ist nicht wie der erste Teil oder zweite oder dritte Teil von Thief. Okay, was habe ich jetzt hier gesucht? Ist da kein Text oder sowas? Die Statue fand ich immer toll. Nee, nur eine Bettrolle. Okay. Und ein toter Typ. Doof. Dieser Raum war enttäuscht. Sie hält es für Verrat. Ich glaube, ihr seid beide so ein bisschen fanatisch. Ja, nein. Aber ich glaube, es ist schlimmer, wenn man die dreimal kann. Ich meine, ich kenne das von mir auch. Ich mache mich ja gerade ein bisschen lustig über euch, wie ihr das so krass bewertet. Aber ich habe das halt bei Zelda genauso. Ich habe damals Zelda 64 gespielt und das ist für mich immer noch eines der besten und perfektesten Spiele. Also so aus der Zeit. Und die Gänge hier. Dann kam, ich weiß nicht, okay, dazwischen war Majora's Mask. Das mochte ich nicht besonders aus verschiedenen Gründen. Und dann haben die für den GameCube Wind Waker gemacht. Und die haben ja zum Beispiel einen völlig anderen Stil gewählt. Es war ja dann nicht mehr Link als Erwachsener mit genau diesem Stil, sondern plötzlich war es so dieser Cell-Shading-Look und Link war so ganz klein und es war so ein Comic-Look. Und das fand ich halt super furchtbar. Ja, wie fandest du Wind Waker? Und das Ding ist, ich war damals so fanatisch in meinem Denken, dass ich, dass jeder Nachfolger von Zelda muss wie Ocarina of Time sein, dass ich Wind Waker nie gespielt habe. Ich fand es halt immer ätzend und ich weiß nicht, ich hatte aber auch nie einen Gamecube, ne? Also inzwischen denke ich, mich wird das Spiel total interessieren und ich finde auch den Look wunderschön. Also ich bin einfach erwachsen geworden und sehe das nicht mehr so. Und ich finde auch, Spieleentwickler können mit dem nächsten Teil auch einfach andere Aspekte machen und da was anderes draus machen. Und deswegen... Ich sag, ich spiele das nächste Mal Thief 3 und sage aber nur positive Sachen über das Spiel. Nein, musst du ja nicht. Aber ich... Hier, das ist so schön, weil die Säulen machen diese... Das hat Stil. Und dann die tollen... Die Gemetten. Ah, hey, hier, die Textur ist leider dann doch etwas niedrig aufgelöst. Oder hier, einfach ey. Mal drüberziehen, einfach voll. Es ist mutig, ja? Ich finde das Level in der Hinsicht halt sehr ikonisch, weil eben diesen Gigantomanismus... Ja, ja, total. Der ja, einfach ist mal... Ist ja irgendwie unter der Erde? Ja. Wer hat das gebaut? Nein, Eric. Oh, das fand ich schlimm, ey. Da durchzuirren. Ja. Ich finde, da erkennt man auch nicht so ganz eine Struktur. Weißt du, hier ist ein Hauptgang, da muss man sich weiter. Warte mal, gibt es überhaupt eine Karte? Oh, ja, genau. Genau so habe ich das Level auch in Erinnerung. Es gibt nur eine. Und dann halt groß. Familie Queeners? Shit. Ach ja, der Immersive Sim-Aspekt. Man kann manche Türen tatsächlich aufschlagen. Das hatten wir ja schon, als wir Underworld 1 besprochen hatten. Markus sagt, ein Stream des Schweigens. Warum? Hm? Weil wir... Ach so, weil ich Thief 3 so hasse und dann, wenn ich nur das Positive... Ach so, ja, stimmt.
Ja gut, Steven, dass du Wind Waker mochtest, das glaube ich, das ist ja so voll dein Stil eigentlich. Ich kann auf jeden Fall auch Positives über Thief 3 sagen, aber dann... Ich bin halt inzwischen der Meinung, dass man nicht mehr so fanatisch sein sollte, wenn Spieleentwickler sich entschließen, eine IP zu nehmen oder ein Spiel zu nehmen und der Nachfolger ist dann mal völlig anders. Also klar, ja, bist du als Fan... Lass mich mal ausreden. Klar bist du als Fan dann total vielleicht erstmal enttäuscht, aber du kannst auch als Entwickler auch mal andere Aspekte herausarbeiten. Du musst doch nicht immer den Knopf immer das Gleiche irgendwie lesen. Aber ich habe halt auch einfach mal Kritik an den, zum Beispiel den technischen Aspekten, und die haben das Spiel halt zerstört. Zum Beispiel eben, dass die Level so winzig waren. Was ist das? Ich glaube, wir kommen näher. Hört man denn nicht auch das Horn? Ja, das hört man ja jetzt gerade. So klingen aber keine Hörner. Doch, so klingt das Horn. Was muss ich denn eigentlich machen? Suchen die das Quinus-Horn. Hey, ich glaube, ich habe es bald geschafft. Die sind jetzt gerade hier voll betäubt, also beruhigt durch das Quinus-Horn. Und dann sind die so... Und wenn man dann im Experten oder glaube ich auch im Hard-Modus wieder zurück muss und das Horn weggenommen hat, dann ist es natürlich nicht mehr so freundlich. Aber du kannst doch die ganze Zeit durchlaufen und das Horn so spielen. Steven sagt, ja, nicht nur wegen dem Ziel, auch das Rumfahren auf dem Meer, neue Inseln entdecken, hat was von Breath of the Wild. Ja, das ist mir halt total entgangen, ja, weil ich einfach diesen Stil gesagt habe, nee, ich möchte bitte, dass die das exakt in dem Stil machen. Und ich meine, die haben ja danach kam ja Zelda Twilight Princess raus, und ich finde, das setzt halt wirklich Ocarina of Times exakt nach. Wo ist denn diese verfickte Leiter? Sorry, diese blöde Leiter. Die ist manchmal echt nicht so erkennbar. Die Stelle, oh, die fand ich super ätzend. Ey, hier immer runterfallen. Total auf mich hingekriegt. Safe's coming. Warte mal, ich glaube an irgendeiner Wand. Ja. Wer hat das gebaut? Also echt, die Familie Quinus hatte echt keinen Bock auf Besucher. Der Architekt hat die Familie Quinus gehasst. Steven sagt, mein Bruder wollte es auch wegen dem Grafikstil nicht spielen. Und das ist irgendein französischer Designer, ich weiß nicht, der macht lauter so niedliche Figuren mit so diesen Augen, und inzwischen finde ich genau das super niedlich. Ich war auch damals total auf so einen Realismusstil. Auch was Comics betraf. Das musste alles irgendwie krass. Ich weiß nicht, ich habe hier einen Manga, den ich unglaublich toll finde. Wie schnell habe ich es jetzt durchgespielt? 14 Minuten. Warte, ich habe einen Manga, den ich unglaublich toll finde. Der heißt Vagabond. Und der hat halt so einen ultra krass realistischen Stil. Also ein bisschen Dürer-like. Halt so schraffiert und so. Und so eine Zeit lang war das halt so das Einzige, was ich akzeptiert habe, dass ich auch so zeichnen möchte. Oh ja. Das war natürlich ganz schlimm. Ich meine, der Zeichner ist wegen diesem Stil auch schon öfter im Krankenhaus gelandet, weil er total überarbeitet war, ja. Und irgendwann checkst du halt, ja okay, Abstraktion kann auch funktionieren. Nach dem Verkauf des Horns hatte ich etwas Geld übrig. Genau, Donjon. Donjon, genau, da hast du mir Donjon gezeigt. Ist einer der wenigen Händler, die Mission ist ganz witzig, ja. Aber eigentlich würde ich am liebsten die danach machen. Willst du mal kurz spielen? Ich gehe auf Toilette. Ja, das ist doof, weil ich habe jetzt überhaupt nicht gespielt. Ich bin jetzt nicht drin. Ich wollte mal spielen lassen sollen. Okay, du spielst jetzt nie im Squad. Ja, den Anfang. Aber ich habe kein Interesse. Kennst du den Namen des Designers? Nee, leider nicht. Also da musst du mal googeln. Vielleicht werden sie auch noch massiver drohen. Ich will mich da ganz auf die andere Seite stellen. Entwickler sollten erlaubt sein, auch andere Aspekte einer Entwicklung. Bin ich absolut dafür. Die wollten mal für Crysis ein RTS machen. Das hätte ich auch gesuchtet. Ich muss halt einfach nur auch die Probleme benennen dürfen. Stimmt, für Crysis sollte es auch mal ein Brettspiel geben. Gibt es das nicht sogar? Nee, ich glaube, die haben den Kickstarter nicht geschafft. Das machen deutsche Schulen ja ganz gern, deutsche Game Design Unterricht, dass die Studenten ein Lieblings-Computerspiel nehmen lassen oder irgendein Computerspiel nehmen lassen und sie sollen dann ein Brettspiel draus entwickeln. Finde ich eigentlich ganz cool. Nein! Das war für mich bestimmt. Ja, Wichser. Aus der Stelle könnten die das übrigens nicht schießen. Weil es der. Garrett im Fenster. Wie geht das? Er ist tot. Lass uns. Die Kerle werden
Aber erstmal ausrauben, ja? So, ja, der, nein, der ist tot. Okay. Ja, er braucht das jetzt nicht mehr. Ich schon. Ich will ihn doch rächen. Ah ja. Mhm. Schon klar. Guck mal, ob er noch Geld bei sich hat. Warum hat er einen Hamariten? Oh, oh. Obwohl, ne. Oder ist das nur... Die Mission fand ich am Anfang echt cool, einfach weil man halt erstmal diesen Leuten ewig durch diese ewig große Stadt folgt. Und dabei aufpassen musste, nicht entdeckt zu werden. Ist das eigentlich die gleiche Geometrie? Kommst du da an ähnlichen Stellen wieder vorbei oder ist das komplett neu? Die Geometrie? Also dieses Level, ist das irgendwie... Kommst du da durch irgendwelche Stellen, wo du vorher schon mal warst? Ist das irgendwie erweitert oder ist es komplett was Neues, aber halt in diesem Stil? Na, die Missionen sind jeweils ein neues Level, also eine neue Geometrie. Aber die verwenden einen Teil von dem Level in einer späteren Mission wieder und das gibt's mehrfach. Zum Beispiel die Kathedrale, die ja wirklich eines der besten Levels ist hier. Die wird auf jeden Fall wiederverwendet. Ronny schreibt, vielleicht waren die Tische nicht stark genug, um darauf Crysis spielen zu können. Ich glaube, das Spiel war sehr, sehr, sehr... Die hatten nicht die richtigen Anforderungen. Das ist schön. Ich glaube, also wenn du das Brettspiel bekommen hättest für den Kickstarter, hättest du relativ viel Geld bezahlen müssen. Ich glaube, 120. Und da war das Risiko, glaube ich, den meisten zu hoch, dass du dann vielleicht ein schlechtes Brettspiel kriegst für so viel Geld. Ich finde die Stadt so super, ey. Die können das eine Milliarde Mal machen und jedes Mal ist und irgendwie was Neues. Und ich finde, da hat sich Bloomwood total dran orientiert. Ja, das auf jeden also Fall. Also dieser Stil, wie diese Enge, auch hier diese Stelle, die findest du doch genau mit da rechts runter und ja. Das findest du doch genauso. Dieses so Verwinkelte und, ja, dieses, ja. Und dieses absolute Fehlen von irgendeinem Konzept, von einem angenehmen Wohnkonzept. Mit der Bohrmaschine Löcher in Häusern, ja. Mal kurz wie der Gesang. Alter, halt hier ab und zu mal so ein bisschen Wasser. Total simple Stuff, aber es ist schon echt ikonisch. Und immer wenn ich einen Thief-inspired Game sehe, dann muss unbedingt diese rote Ziegelsteintextur dabei sein. Die ist im zweiten Teil 9 dann nochmal prominenter. Wie ist denn das jetzt? Wirst du jetzt noch die anderen Spiele zeigen? Ja, gleich oder? 3 Minuten. Dann ist es spät genug. Das fand ich halt auch cool an dem Level, dass man erstmal nicht wusste, was passiert hier eigentlich. Man folgt denen und will halt irgendwie keine Ahnung was machen. Naja, ich fand es ganz cool, dass du da zum ersten Mal wirklich die Stadt erkunden kannst. Das auch, ja. Und ein bisschen was mitbekommst, wo das eigentlich spielt. Ja. Also bis jetzt warst du ja nur draußen und du warst ja nie drin. Und ich fand es halt cool, dass ich die Mission erst dann geöffnet hat, was du eigentlich machen sollst, nämlich eben den Typen ausrauben, der das beauftragt hat, dass du stirbst. Die gehen auch jedes Mal einen anderen Weg lang, wenn man es neu startet, das finde ich ganz witzig. Kacken. Ja, so. Da frage ich mich echt, wie haben die das mit Mocap gemacht? Ja, das ist simpel, also super basic stuff damals gewesen. Vielleicht an den Armen und am Kopf. Und dann mussten die wirklich heftig nachbearbeiten. Ey, gab's nicht irgendwo auch tanzende Zombies? Ja. Yeah. Die so versteckt waren? Ist das das Level? Also im zweiten Teil gibt's auf jeden Fall ein Teil. Es ist der zweite Teil, wo du über die Mauer springst und da tanzen zwei... Nein, du springst nicht über die Mauer, du kannst dein Auge werfen, weil das verlierst du ja hier. Und dann sind da... Die tanzen so. Und bei System Shock 2 gibt's einen Roboter, der Macarena tanzt. Ein Wörtchen mit Meister Ramirez. Yorick sagt, die Hammeriten werden Craxcliff bald schließen. Der Fall wird dich. Wo sollen die armen Schweine denn hin, die sie einkerkern? Keine Ahnung. Vielleicht werfen sie sie in einen Im zweiten Teil kann man dann so. Den Zoom-Modus auch besser haben nutzen. Sie nicht mehr genug Leute. Ja, eigentlich ja auch schon. Irgendwie traurig. Die waren früher so mächtig und jetzt ist es nur ein Haufen alter Männer, die von früher träumen. So geil. Ja, hier, guten Tag, ich bin der Dieb. Bleibt stehen und hebt die Hände hoch. Nö, bleibt nicht. Stehen und hebt die Hände hoch. Herr Hansa. Aber das Level an sich ist ein bisschen zu brav. Es ist jetzt kein besonderes Anwesen oder so, außer dass er im Keller ein paar Burgs als Haustiere hält.
Okay. Jetzt müsste man mal rauskriegen, ob das ein anderer Level-Designer ist als von den Crazy Levels. Naja, also ich weiß, dass auf jeden Fall zum Beispiel Lululema hat, oder La Mer, hat auch Levels gemacht, glaube ich. Oder war die nur Tester? Und es gab auf jeden Fall für jedes die Level. Kommt dann. Es gab auf jeden Fall für verschiedene Level verschiedene Designer. Ich glaube, die stehen teilweise sogar in den Credits. Das sind sehr nice Credits. Also ein bisschen cheesy, aber. Die System Shock 2 Credits sind total cheesy. Da haben die sich alle als Leichen hingelegt auf so einem Polygonboden. Der zweite Teil ist musikalisch interessant, weil da haben sie Korvus Kovacs oder wie heißen die? Korvus Kovacs. Kovacs, nur für die deutsche Version. Das fand ich so krass. Ich habe immer hier Thief 2 bekommen auf GOG und auf Steam und habe mich jedes Mal geärgert, die haben die coole Musik von Korvus Kovacs rausgenommen. Ja. Und dabei ist die nur für die deutsche Version gewesen. Das habe ich erst viel, viel später dann, nachdem ich mich 100-mal beschwert habe, mitgekriegt. Weil es gibt, ich meine, heute gibt es das wieder öfter, aber damals war das gar nicht so oft. Also ich meine, Gothic 1 hat ja hier In Extremo sogar mit integriert als Band, was ich ziemlich cool fand, weil das wirklich, ich war damals Fan von der Band und wusste das nicht, als ich das gespielt habe. Aber richtig. Okay. Ja. Und jetzt? Und jetzt würde ich gern. Und es gibt halt nicht so oft, dass so Bands halt gefragt wurden, dass die den Soundtrack machen. Ja. Oder auftauchen oder Teile davon. Und es hat ja gepasst. Mhm. Jetzt würde ich gern zwei Spiele noch zeigen. Einerseits die Gloomwood-Demo danach und eben Neon Struck, die halt stark von Thief inspiriert sind, aber von sehr kleinen Teams nachgebaut sozusagen. Also Neon Struck wurde von einer Person. David Pittman. Ich wollte eigentlich mal eine Sendung nur über seine Spiele machen, aber ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut. Und du, wer macht jetzt mal Tourist Mode? Nein, nicht Tourist. Du machst jetzt mal den Anfang, ich gehe schnell auf Toilette. Wie hieß dein Spiel von davor? Ja? Wie hieß das Spiel, was er davor gemacht hat? Eldritch. Eldritch, genau. Also David Pittman kennt man von Eldritch. Der hat diese Engine auch selbst programmiert, was ich ganz cool finde. Also dieses sehr blockige, diese Block-Engine. Bei Eldritch hat das ein bisschen besser gepasst, finde ich. Weil man da auch in so Tempel-Levels war. Und hier ist es halt so eine Art Brutalismus, der das dann eben sein soll. Okay. Und eigentlich ist das eher Deus Ex inspiriert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist das dunkel, sag mal. Okay. Okay, ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Also, ich weiß auch gar nicht. Achso. Ist klar. Parkour, da ist es wieder. Was? No thanks, I've got it. So. Nicht sehr viel erzählt, nur dass es Deus Ex inspiriert ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deus Ex und Thief, auf jeden Fall. Boah, ist das. Ich habe das weggeklickt, was ich machen soll. Das laggt? Das laggt sehr, ja, aber es laggt auch hier. Also es laggt. Hast du mal geguckt, ob du es mit. Warte mal, ich könnte. Obwohl, jetzt doch ganz cool. Ja, aber das Spiel laggt wirklich. Also beim Spiel merke ich das auch. Warte mal, Options, Graphics. Soll ich mal weniger machen? Ja. Obwohl, ich glaube, das nützt nichts. Meinst du nicht? 1280? Das ist eine total anspruchslose Engine eigentlich. Die läuft auch auf Potato. Vielleicht muss einfach mal die Maus-Sensitivität runterziehen. Ja, das kann ich mal machen. Die ist ein bisschen krass.
Ja, wir spielen jetzt was anderes als Thief Dark Project. Wer fragt? O448. Wir hatten jetzt am Anfang Dark Project die ersten drei Level gezeigt und jetzt machen wir mal noch zwei Spiele, die davon inspiriert sind. Wow. Das ist halt so furchtbar, dieser Sound. Ja, der ist nervig. Die haben halt keinerlei Voice-Overs oder so. Die haben nur dieses Gepiepe. Und halt so. Kann ich da rein? Ich meine, nein. Ach, schade. Das sind halt echt nur Menschen. So, kann ich jetzt. Oh, und trotzdem haben die nur so ein Piepgeräusch. Ah. Aber der kommt hier nicht durch, weil er sich nicht ducken kann. Haha. Du. Voll the game. Ich bin halt auch ein Profi. Ich muss sagen, die Charaktere bei ihm mag ich nie. Bei Eldritch hast du so Monster. Ja, die sind halt nicht mit Motion Capture. Und die sind eigentlich ziemlich cool modelliert. Die sind halt in einem ähnlichen Stil, aber da fällt es nicht so auf. Mhm. Und bei den Menschen. Ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich wieder oder was? Okay, Mission gescheitert. Tschüss, ich bin nach Hause. Mir reicht's. Das hört doch auf. Und jetzt fragt er sich wieder, wo ist die hin? Und das ist halt, es ist halt total wirklich runtergebrochen. Es benutzt, du hast zum Beispiel keinerlei Waffe. Du kannst nicht schießen, du kannst nicht attackieren. Du oder kannst die höchstens, genau, what? Ausnocken, mit was? Gedrückt halten. Ich wollte pickpocketen. Ja, kannst du auch machen. Okay. So, warte mal, F. Einmal kurz F drücken ist Pickpocken und gedrückt halten ist ausnocken, aber du hast keine echte Attacke. Du kannst die nicht dann von vorne ausnocken oder so. Nicht mal so die Hand, die dann so. Ja. Okay. Ja, also er hat sich extrem reduziert. Ich meine, der hat danach so ein Spiel gemacht, Slayer Shock. Slayer Shock, was dann wiederum von System Shock inspiriert war, oder? Nee. So ein bisschen? Ach komm, schon so Schock. Ich meine, der Name sagt ja, das doch sicher, schon. Ja, sicher. Es ist davon inspiriert, aber ich finde, da ist schon allein dadurch, dass es ein Roguelite-Game ist. Ja, das stimmt. Speicherst du zwischendurch? Nein, wie speichere ich? Ach, wie speichern? Save Game. Hä? Gibt's hier irgendwie Quick Save oder so? Oh, Options. Nöp. Bind Controls. F6. Quick Save. F6 und F9. Also F6 ist Quick Save. So. Ich meine, ein bisschen mag ich den Look schon. Also es ist schon echt was. Ich finde, er hat das gut reduziert. Ich meine, es ist. Wah! Oh nein! Sehr einfach. Scheiße. Und er hat halt gesagt, ich habe mich sehr stark vom. Also. Er hat sich sehr stark vom Brutalismus inspirieren lassen. Ja, das habe ich schon erzählt. Haha. Haha, shit. Oh Mann! Ich mag die Glasscheiben total. Oh, das nervt. Ja, die sind cool. So, jetzt. Ach, ich lade einfach. Ja. Nee, also das ist schon echt krass auf Schleichen wirklich ausgelegt. Im Thief kannst du immer noch mit deinem Schwert rausgehen. Ja. Das geht hier halt nicht. Oh Mann, oh fuck. Oh, ich muss sagen, ich bin gerade gar nicht so in der Stimmung. Na, also ich verstehe das, warum Leute. Du musst halt weiter nach links. Oh, fuck, also wirklich. Ich muss sagen, bei Slayer Shock, normal glaube ich. Ich muss sagen, bei Slayer Shock habe ich es auch gehasst. Weil da checkst du gar nicht, warum dich Gegner sehen. Du bist so im Gebüsch. Oh Mann, oh, ey, spiel du. Oh okay. Mann, das ist echt. Ich habe gerade gar nicht die Geduld. Das ist furchtbar. Ist okay. Warte mal, kann ich hier irgendwie gucken? Ja, kann ich. Du musst die halt nicht ausnocken, du kannst ja nur an denen vorbei. Aber na, wenn ich die ausnocke. Dann stören sie dich nicht mehr. Ist halt so lustig, du kannst einfach auf diesen Block springen und schon können sie dich nicht mehr. Hä? Wie meinst du das? Naja, die können nicht springen oder klettern oder sowas. Und dann kann ich sie ausnocken von da. Ja. Naja, ist ja nicht wahr jetzt. Nein, du kannst sie nicht von dort ausnocken, aber du kannst halt dort für immer stehen bleiben. Die haben halt noch keine Fernkampfwaffen, die haben alle nur Nahkampfwaffen. Der Stil ist furchtbar, die Farben passen gar nicht und dieses Grain und da ist keine Hintergrundmusik. Hey, gibt's eine Hintergrundmusik? Gibt's auch nicht. Naja, doch, so atmosphärisches gab's doch. Ich mag das Spiel total, eben weil es so wirklich reduziert ist. Barebone. Und ich finde die Story ganz cool. Also, er hat wirklich so ein bisschen. Oh Mann, die. Ah, ich komme hier. Soziale Themen, eben Überwachung und so weiter reingebracht. In der Grundmusik nervt. Toll. Und die anderen checken das nicht, oder wie? Ja, Mann, es ist das erste Level.
Sei froh. Und die checken das schon, wenn sie sie sehen. Ich finde den Look so halb gut. Ich finde diese farbigen Displays, die retten das irgendwie ganz, ganz gut. Naja, aber ich mag auch... Es ist teilweise echt zu simpel. Das sieht man dann später wirklich, wenn überhaupt keine Details an den Wänden hängen und so. Und er wiederholt echt viel, wo ich denke, er hätte da noch ein paar andere Details machen können. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt echt mal eine Einzelperson mit einer eigenen Engine. Es ist nicht Unity oder sowas. So. Aha. Und das Spiel kam dann auch nicht mehr gut an. Das muss man halt auch sagen. Eldritch kam echt gut an. Und hat sich echt gut verkauft, soweit ich weiß. Steht der nach vorn, oder? Und bei Nierenstruck ist es halt schon... Scheiße, der ist schon in die falsche Richtung gegangen. Und beim dritten Spiel, das er gemacht hat, halt Slayer Shock, war es dann totaler Reinfall. Jetzt geht er wieder hier rein. Mach die Tür zu. Geht das? Kriegen die wieder auf? Ja, jetzt so. Kriegen die auch. Tschüss. Ja, ich fand halt bei Slayer Shock, das war auf eine ähnliche Art. Ich meine, ich finde es krass, dass er das vorher gemacht hat und dass es da total ums Schleichen ging. Ja. Und bei Slayer Shock fand ich, hat man nicht so gut bemerkt, wann sieht mich ein Gegner, wie kann ich schleichen, solche Sachen. Was ich echt mochte bei Slayer Shock, war halt diese Inspiration durch Buffy. Ja, ja, das war cool. Aber auch nicht gut genutzt. Ja, du hast nicht gut immer genutzt. Zwischen den Levels hast du, so einen Raum, wo du eben wo du im Prinzip deine Leute getroffen hast und hast mit denen geredet und, weiß nicht, konntest Waffen upgraden und solche Sachen. Ja. Und die hätten das eigentlich super cool nutzen können und hätten da ein bisschen mehr Story entwickeln können. Das wurde aber kaum gemacht. Was? Tode. Was? Unten links ist so groß deine Health-Anzeige. Was? Du hast nur 20? Aha. Ja, das stimmt schon. Es könnte so ein bisschen so grillen, weißt du, so grillen, ja, zirpen. Sicher, sicher. Es fehlen Details. Und, aber was ich echt mag auch, ist, dass man wirklich ghosten kann. Du kannst das Spiel komplett durchspielen, ohne dass sich hier jemand sieht oder so. Oh, jetzt lass dich doch mal in Ruhe, du musst doch nur an denen vorbeilaufen. Ich finde es aber voll anstrengend. Ich finde es gerade echt mega anstrengend. Machen. Nein. Oh nein, hier ist er gar nicht. Ach, da ist was. Wie hat er als Entwickler so reagiert, wenn die Folgespiele nicht mehr so gut geklappt haben, schreibt Sweden. Er hat sich einen Job gesucht. Naja, er hat erstmal das transparent gemacht, dass er halt schon drüber geredet hat. Wie die Spiele so liefen, dass das erste gut lief, dann nicht mehr und dann gar nicht mehr. Und danach hat er sich einen Job gesucht. Also er hat, wie heißt das Spiel gemacht? Auch so ein Schleichspiel, wo man zu viert, Blackout Club. Blackout Club, genau. Da hat er damit dran gearbeitet. Was er jetzt gerade macht, weiß ich nicht. Er zeigt immer mal Screenshots auch wieder mit seiner Engine. Da steht jemand, ein Stranger? Oh. Hallo? Das ist schön. Okay. Ja, ja, das, interessant. Das sind quasi die. In jedem Level gibt es einen Stranger und wenn du alle gefunden hast, kriegst du ein Achievement. Mhm. Und die sind quasi so ein bisschen die Fourth Wall Breaking. Die wissen halt, dass du in einem Computerspiel bist, so eine Art. Mhm. Das ist dann auch der große, große Reveal, wenn du alle Geheimnisse entdeckt hast. Das fand ich so witzig. Ist noch nicht mal drin. Ja. Speicher doch mal. Ja, stimmt. Ja, komm, ich spiel gerade nebenbei Death Stranding und da machst du halt auch nichts anderes, weil du hast ja nicht mal eine Waffe. Also ich habe gerade keine Waffe und lauter Gegner und dann ist es noch gruselig, weil unsichtbare Gegner und dann musst du dich noch darauf konzentrieren, dass die Waren, die du auf deinem Rücken trägst, das, ach ja, aber dieser die Boden, dieser fucking Boden, ich vergesse das einfach. Und da hast du noch Waren, die beim Rennen nicht kaputt gehen dürfen. Es ist echt der Horror.
Und da bin ich halt auch mega konzentriert. Ich komme da teilweise, ich brauche einfach ewig, um da irgendwie weiterzukommen. Und jetzt bin ich schon wieder in so einem Spiel. So. Teppichboden, Teppichboden. Ja, ja. Aber die haben mich ja gleich gesehen, ey. Ich war noch nicht mal drin. Jetzt wieder speichern. Ja, ich will mich erstmal verstecken. Nein, speichern. Damit ich diese F6-Taste betätigen kann. Deswegen lege ich das ja gerne mal auf. Der Boden ist lustig. Ich glaube, das ist eine der drei Texturen, die der hat. Ja, es ist schwierig. Ich meine, man merkt so ein bisschen, der hat sich an Thief auch inspirieren lassen, was die Texturen anbelangt. So der Style. Ich weiß nicht. Ich finde schon. Er hat sich halt an diesen Immersive Sims generell inspirieren lassen. Eldritch war System Shock und eben ein Wo ist denn der Typ? Roguelite. So. Wenn die sich, wenn einer sieht, dass da jemand schon liegt. Und dann gibt's wieder Alarm. Ja. Ah, hier gibt's auch wie ein Thief dieses Dunkelheitsding, oder? Ja, ja. Unten das? Genau, ja. Das ist dein Light Game. Das ist halt, wie gesagt, das ist die starke Inspiration von Thief. Du versteckst dich nicht nur hinter irgendwelchen Sachen, sondern kannst dich wirklich in der Dunkelheit verstecken und das ist teilweise echt total unrealistisch. Also hier gibt's keine Magiebegründung. Ich höre Schritte. Ja, ich glaube. Oh oh. Ich glaube, ein bisschen mehr Sound. Was ich total schade. Hätte es atmosphärischer gemacht. Das finde ich halt total schade, weil im Eldritch hat er wahnsinnig gutes Sounddesign hingekriegt. Und hier ist es halt so minimalistisch, dass es schon wieder ein bisschen zu wenig ist. Weil ich glaube dann. Kannst du auch voll sliden, ne? Ja, keine Ahnung. Ist ja egal. Das sieht aus wie ein Eldritch. Was ist denn eigentlich deine Mission? Ich weiß nicht. Ich hätte gebrieft werden können, aber ich habe gesagt, ich bin nicht interessiert. Read the Gas Book to find the Dead Drop. Collect Intel from the Dead Drop. Da hättest du jetzt nochmal hochgehen können. Also okay. In diesem Raum, wo ein Typ drin ist. Okay. Da musst du dann hin, glaube ich. Ja, ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie viel du eigentlich zeigen willst. Ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ich kann dir auch ein späteres Level zeigen, das sieht nicht groß anders aus. Was ich halt echt schade finde, weil so ein bisschen Setting. Oh nein. Entschuldige. Da kann ich jetzt nichts machen. Ach, geh doch. So. Ja, die Glasscheiben finde ich echt gut, aber die Idee einfach. Und er verwendet halt das Ding ja immer wieder. Alle bemerken dich, aber total super immer gehen. Hast du schon gehackt? Nein. Ich glaube, das kriegst du auch erst im nächsten Level. Was ist da? Search. Und Cash. Ah. Hey, das kriegt man kaum mit. Ja. Ja, ich finde die UI auch zu minimalistisch. Da könnte der Text ein bisschen größer sein. Wo soll ich denn jetzt hin? Weil du meinst, es gibt hier noch irgendwie. Keine Ahnung, wie es heute noch ist bei Eldritch. Das fragt Stephen Colling gerade, wie viel bei Eldritch noch rumkommt. Und heutzutage sagt er das, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nur noch, weil er jetzt das so oft auf $1 Sales macht. Dann kommt sicher immer wieder was rum. Kann ich das Glas zerstören? Ja. Aber es bietet sich ja total an. Du musst in den Raum genau geradeaus. Also, da unten. Da ist das Gästebuch, glaube ich. Ah, okay. Das ist halt auch, was ist das für eine Konstruktion? Der hätte ja mal anderes Holz machen sollen. Du bist tot. Oh. Tja. Wann habe ich gespeichert? Tja, es kann so viel wert sein, wie es will, wenn sie es nicht verkauft. Ich glaube, Eldritch hatte auch mehr noch coole Features. Also zum Beispiel dieses, dass du alles wegsprengen konntest. Ja klar, das finde ich auch schade, dass er das gar nicht mehr hier drin hat. Aber ich verstehe es, dann würde das Ganze überhaupt keinen Sinn mehr machen. Mhm.
Neon Stark hat natürlich dasselbe Problem, was auch Dark Project hat. Nämlich die Frage, warum die Wachen eigentlich durch so krass dunkle Räume laufen. Hm. Ja gut, es gibt ja Spiele, wo die dann auch wirklich Taschenlampen haben. Ja, ja. Wodurch du dann auch nochmal den Kegel siehst. Und das gibt's halt im ersten, in welche Richtung die schauen. Im dritten Teil nicht. Im dritten Teil laufen sie ab und zu mal mit Fackeln rum. Na. Ausrauben. Da ist eine Keycard bekommen. Mhm. Gucken auf den Tisch. War das nicht das gestrige? Nee. Es ist echt wie es. Exakt wie Eldritch. Halt diese gruseligen alten Tempel und weiß nicht. Und merkwürdigen Konstruktionen. Mhm. Wo du gerade so ein bisschen was weggesprengt hast. Ich meine, irgendwie finde ich es ganz fantasievoll. Ich glaube, wenn der so ein bisschen einen besseren Colorcode gewählt hätte als Neongrün. Du meinst Neonstruct? Neonstruct, ja. Na, halt dieses Graubraun. Ja, ach, ich weiß nicht. Der Minimalismus gefällt mir schon echt dadurch gut, weil ich mir dann halt mehr vorstellen kann, wie da. Ich glaube, links ist das. Ja, ja. Warte mal, da kommt gerade ein Fragezeichen auf mich zu. Kann ich so aus dem Hinterhalt F drücken? Ja, TikTok. Spielt ihr eigentlich auch Taktik-Schleichspiele wie Commandos, Shadow Tactics oder Desperados? Ich nicht. Jana hat Shadow Tactics. Ja, Shadow Tactics habe ich gespielt. Jetzt gestern kam ja auch Desperados raus. Also ich muss sagen, das Setting bei Desperados interessiert mich nicht so. Und das ist mir schon wichtig, wenn ich solche Spiele spiele. Tatsächlich. Aber Shadow Tactics, was ja so in Japan spielt, mit so Samurai. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Spiel, das in Deutschland spielt. Markus schreibt, aber man könnte schon so wohnen. Man könnte auch. Es ist schon Design. Was stand da jetzt in dem Buch? Keine Ahnung. Du, ich spiele nur mit so einem halben Ja, Auge. Aber das ist doch deine Mission. Collect Intel from the Dead Drop. Plant a bug in the bedroom of the presidential suite. Hm. Okay. Was stand denn in dem Buch? Kannst du nochmal hingucken? The nightstand in suite 1 is stocked with good reading material. Hm. Uh-huh. Wo ist denn suite 1 überhaupt? Das sind lauter suites. Suites. Suiten. Okay, du hast ja die Keycard sogar dafür bekommen. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde diese Tactical-Spiele eigentlich ziemlich cool. Vor allem, weil gerade Shadow Tactics war auch total offen. Also hat total viele Wege. Und du hattest ja auch verschiedene Charaktere, mit denen du was machen konntest. Guck mal auf das Schild rechts. Ja, sieh. Wie benutze ich das? Ja, hast du von dem einen nicht die Keycard genommen? Ja, eigentlich schon. Oder vielleicht. Hast du da zwischendurch neu geladen? Ich guck mal. Ah, Suite 2. Also deswegen, ich verstehe auch nicht, warum du sowas wie Shadow Tactics nicht magst. Weil eigentlich, ich meine, klar, es ist so Third Person oder es ist so von drauf, ist nicht mal Third Person, so Vogelperspektive. Aber im Prinzip machst du das Gleiche. Du beobachtest Gegner, du guckst, wie du möglichst lautlos da zwischendurch kommst. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ich habe dieses Robin Hood-Spiel gespielt, das ja auch wirklich dasselbe ist. Und es hat mir echt gut gefallen, aber es war mir irgendwie too much. Es ist ziemlich, ich muss sagen, die Level sind teilweise recht groß. Also du bringst da echt, also ich habe Stunden zugebracht. So. Ich fand es dann schon teilweise echt heftig. Tja, jetzt musst du Sealed Bond finden. Vielleicht die Frau oben, dass die diese Karte hat. Wir können auch mal ein anderes Level zeigen. Ich finde das danach ganz witzig. Ja, klar, mach. Also, weil ich finde, du willst jetzt nicht unbedingt das ganze Spiel zeigen, sondern eher nur, was Thief so
inspiriert hat. Weil das ist das Level, was ich ja echt ganz nett finde bei Neon Struct, ist, dass die Level wechseln sich immer ab. Und das ist dann, es ist nicht so, dass eine Zwischensequenz kommt, sondern nach einem Missionslevel kommt immer ein Level, wo du nichts kämpfst, wo du nicht schleichst, sondern du kannst mit Leuten reden. Und ist das jetzt so ein Level? Genau, wo ich das mit ist Leuten jetzt rede? Das Level genau nach dem. Und du kommst quasi zur Agency, also wo du arbeitest. Und die sind immer ein bisschen anders. Du musst ja später dann, wirst du ja verraten und so, und dann bist du in der Stadt und. Das finde ich ein echt schönes Konzept, anstatt dass man das halt wieder mit Zwischensequenzen löst oder sowas, löst man das halt eben über die Level selbst. So wie in Thief 3. Nee, das ist schlecht, weil da ist es immer dasselbe Level und das wiederholt sich total stark. Und du raubst immer die gleichen zwei Leute aus, die da durch die Stadt laufen. In Thief 4 ist es besonders schlimm. In Thief 4 hasse ich es, dass man teilweise arme Leute einfach ausraubt, weil da halt Sachen liegen im Dreck und so. Haha, ein Dollar! Meisterdieb! Hier wird dir übrigens das Hacken beigebracht, wenn du runtergehst. Das ist echt so ein bisschen Deus Ex-mäßig, oder? Naja, wo du das erste Mal an deinen. Genau, definitiv. Wir hatten ja das mal Deus Ex gespielt in tollen Server. Okay. Und das ist ein quasi oh, echt, der wenn Teppich, man alles da, wegnimmt. Da hat jemand so richtig so einen Jahresvorrat an, da hat jemand Rabatt bekommen. Ich glaube nicht, dass er das macht. Das mag ich ein bisschen mit den Porträts, dass die in diesem Neon-Stil extra so sind. Ja. Der ist ganz schick. Dieser Kreis rundherum nicht, aber. Der ist mir auch gefallen. Mir auch nicht. Aber also bei ihr geht's, bei ihm sieht's irgendwie komisch aus. So. Geh mal in den. Ich will wissen, wie, ja, ich will wissen, wie du das Hacken findest. Oh Gott. Muss runtergehen. Ja, stimmt. Lockpicking ist ja in solchen Spielen auch immer das Minigame irgendwie. Na, das finde ich halt auch. Aber das ist ja in Dark Project, ist das ja echt nur, du wählst einmal den einen Dietrich aus und den anderen. Ja, aber im jedes dritten Teil ist das so ein ätzendes Minigame. Ich meine, jedes Spiel macht das ja anders. Ich meine, Gothic 1 hatte das ja so mit links, rechts, links. Also jede Kiste hat ja einen ganz exakten Code von den links, rechts, auch, links. Wenn du in die Optionen gehst, in der Indie-Datei kannst du es einstellen, dass es random ist. Das ist eigentlich die bessere Methode. Wo ist es? Hier? Nein. Hier kannst du schießen, die tolle Kante finden. Aber die willst du jetzt nicht benutzen. Okay, komm. Da drin ist das Hacken. Da drin. Schönen guten Tag. Das hat das tollste Hacking-Minigame ever. Ich muss Breakout spielen. Break in. Oh mein Gott! Das war nur Gag, weil ich lerne gerade programmieren und da habe ich gerade Breakout programmiert. Deswegen. So. Hast du schon eingesammelt? Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Yeah, break in Tool. Und jetzt kannst du es an der Tür verwenden. Okay. Hold F. Nein, mit der Maus. Achso. Oh Mann! Du hast den Alarm ausgelöst. Das ist so. Und in den späteren Levels sind halt drei Reihen. Mit den Cursor-Tasten spielen, das ist ja furchtbar. Ah. Der Witz ist ja nicht, dass es dieses Spiel ist, sondern der Witz ist, dass nebenbei die Zeit noch weiterläuft. Womit lernst du programmieren, fragt Doni. Mit einem Buch. Du kannst es immer holen, das liegt da auf meinem Schreibtisch. Das hat mir der Friedrich gekauft. Das stimmt nicht. Doch, du hast es geholt. Ich wollte es gar nicht haben, du hast mir das eines Tages so hingelegt, so wortlos. Lern jetzt programmieren, bitte. Dieses. Mein Breakout ist viel besser. Ja, eigentlich ist es Toms Breakout. So heißt das. Ja, hacken ist schwierig. Du musst die Kiste nicht öffnen. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin. Ja, okay. Anderes Level? Bitte, ja, genau. Zeig mal noch was. Oder wir könnten eigentlich mal Gloom suchen. Du kannst es aber auch besser spielen, weil ich spiele es gerade so halb. Ja, ach. Mach mal Gloomwood, weil ich glaube, von dem. Oh, das ist aber ein bisschen nice. Ja, ein paar Konstruktionen sind schon echt gut. Ich finde, Licht ist eigentlich schon
das kann er irgendwie. Aber graue Texturen, das ist nicht so. Er hat sich halt echt gesagt, okay, ich habe anderthalb Jahre Zeit oder weniger sogar. Ich habe diese Ressourcen, ich habe diese Fähigkeiten und er hat das wirklich condensed in dieses Spiel. Das war bei Eldritch besser natürlich, hat das funktioniert. Aber hier hat das halt auch ganz gut hingekriegt, finde ich. Ich glaube, eins seiner Probleme war halt auch, der hat gar kein Marketing richtig gemacht. Das war doch irgendwie so ein Ding, dass er einfach erwartet hat, dass Leute das kaufen und gut ist. Das habe ich auch nie verstanden, warum er eigentlich ins Marketing nichts mehr investiert hat. Kannst du mal glut, oder ich mach. Und das hat er auch nie thematisiert. Warst du das? Oben rechts. Nee, nochmal Steam. Und machen wir X. Gloomwood-Demo. Er hat das halt nie thematisiert, auch in seinen Posts. Und ich habe ihn das, glaube ich, einmal gefragt. Aber da hat er wohl einen blinden Fleck irgendwie. Kannst du vielleicht ein bisschen heller machen? Ich weiß nicht. Ich finde es hell genug, meinst du nicht? Mal schauen. Okay. Ich meine, ich kann es auch heller machen an meinen Settings. Ja, Jana lernt C-Sharp eben mit Unity. Hä? Das ist die Highlight-Beuten, das ist nicht die eigentliche Beuten. View? Brightness? Ja, Gamma vor allem ein bisschen. Ah, stimmt. Nicht so gut. Du kannst hier mal ein neues Spiel machen. Okay. Ich hab's jetzt, glaube ich, auf Hafen, ja. Ach, der, toll. Embark. Und dieses Spiel ist halt von Thief inspiriert. Wir hatten das schon diskutiert, unter anderem mit Euline. Aber halt nicht so krass, dass man jetzt sagt, okay, man schleicht wieder durch die Schatten und so weiter, sondern man... Was hat vor allem den Grafikstil. Diese Stadt sieht genauso aus, wie als könnte es aus einem Dark. Oh, das ist aber ein bisschen cooler Anfang. Und aus einem Spiel mit einer Dark Engine. Oder die Lampen sehen sogar genauso aus, die Laternen. Nur die haben nicht diese Stacheln. Ich finde auch, es ist ein bisschen too much. Wenn ich ein Spiel dieser Art machen würde, würde ich versuchen, mich ein bisschen abzuhören. Aber die Texturen passen ein bisschen besser zusammen. Das auf jeden Fall. Und die sind, glaube ich, auch... Oder? Gemalt? Gemalt oder so? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwie so eine... So eine Links... So ein Linksdrall. Was ist denn das? Siehst du das? Die Kamera? Nee. Es fühlt sich ganz komisch an zu laufen, als wäre ich besoffen. Vielleicht den Feel auf die runterdrehen. Tab F. Kann ich das lesen? Nee. Ah, das meinst du, dass man seine 3D-Objekte im Level hat. Du musst das nicht benutzen. Du kannst einfach die Maus und die WASD nehmen. Ach, keine Ahnung. Und schöne Ideen halt, dass du die Tür langsam öffnest, wenn du sie gedrückt hältst, die Taste und schnell halt. Macht die Tür natürlich schneller auf, aber die Gefahr, dass du entdeckt wirst, ist größer. So nette kleine Ideen, finde ich. Auch die Balken, ja. Das ist so, ich glaube sogar diese Textur mit den Nägeln. Wo du dich fragst, was machen da Nägel drin? Da hier diese Ziegeltextur. Ist ein bisschen laggy. Ja, ich weiß gerade nicht warum. Das ist Unity übrigens. Meine ältere Tochter, in Klammern 11, was, du hast 11 Töchter? Will auch mal wieder an einem Spiel arbeiten. Die Frage, die sich mir stellt, lautet, soll sie sich mit Visual Scripting oder auch C-Sharp beschäftigen? Boah, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie gut 11-Jährige bei sowas sind. Ich meine, probier doch mal mit ihr so ein bisschen... Ich meine, Friedrich hat mir auch Programmierung erklärt und teilweise ist er halt zu weit. Ich meine, ich hatte Turbo Pascal in der Schule, also ich bin jetzt nicht total blöde. Und ActionScript habe ich auch programmiert.
aber teilweise gehen mir dann doch so bestimmte Sachen komplett ab. Also da verstehe ich einfach nicht, warum das so ist. Ja. Und das dauert total lange, bis ich das einfach akzeptiere oder ich weiß nicht. Also da musst du halt einfach probieren, glaube ich mal, wie gut sie darauf reagiert, wie gut sie damit klarkommt, wenn du ihr C-Sharp beibringst. Ich finde halt auch, Visual Scripting ist nicht gleich Visual Scripting. Vielleicht zum Beispiel Playmaker funktioniert halt ganz anders als die meisten Visual Scripting Languages. Weil das halt nicht orientiert sich krass an. Weil das nicht halt total versucht, eine Programmiersprache nachzubilden, nur dass du halt Blöcke hast. Oder Scratch ist eigentlich bloß, du machst dasselbe wie Programmieren, bloß du hast vorgegebene Blöcke. Aber bei Playmaker hast du halt vor allem eine State Machine und danach programmierst du halt alles. Ich habe es aber selber nie wirklich benutzt. Und ich finde aber eigentlich Visual Scripting an sich kann auch einfach ein sehr gutes zusätzliches Tool sein. Also ich finde es nicht verloren, irgendwie das zu lernen und zu machen. Und also, wir haben einen Kollegen, Schrägstrich Freund, Schrägstrich ehemaligen Dozenten, der benutzt Playmaker fast ausschließlich und der hat schon echt gute Spiele damit hingekriegt. Ja. Also vielleicht einfach mal probieren, so langsam ranführen, weil ich glaube, es kann vielleicht auch krass überfordern und dann halt auch so ein bisschen demotivieren, wenn man denkt, man checkt's nicht, man ist nicht gut und man kann nicht programmieren und dann kann das halt krass demotivieren, dass man das dann doch vielleicht nicht weitermachen will. Also ich glaube, da musst du vielleicht aufpassen. Ich finde es einfach immer nur wichtig, viele kleine Erfolge haben. Ja. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, was du erreichen willst. Ich meine, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde auch gerne wissen, ab welchem Alter kann man Kindern Programmierung beibringen. Ich meine, vielleicht ist das Scratch besser, um erstmal diese Logik mit Schleifen und, weiß ich nicht, Variablen erstmal reinzukriegen. Weil das ist ja mit diesen Puzzleteilen, die man so steckt, ja, wo halt nur das geht. Und das ist ja auch wirklich aufs Spielemachen ausgerichtet. Und du kannst ja 2D-Spiele damit machen. Also vielleicht ist das ein bisschen cooler, um so einen Einstieg zu geben. Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, speicher doch mal. Aber es geht gar nicht in dem Spiel. Kann ich hier Duckjump machen? Nee. Oder ja, irgendwie schon. Die Bodentextur finde ich ein bisschen gemalt. Nee, warte, das ist keine Tür. Nee, du musst schon da rein. So, jetzt. Scratch kennt sie schon, das wollte sie nicht weiter verwenden, verstehe ich. Warum? Weil Scratch ist total eingeschränkt. Wenn, dann sollte das sie sich... Das ist doch kein Grund, also wirklich. Nein, es geht nicht um die da ist Speichern. Ja, sag ich doch. Ja. Ich meine, bloß... Das hat nicht mal was mit der Programmiersprache zu tun, sondern einfach mit dem Tool Scratch. Und da gibt's ja dieses andere, wie hieß denn das? Stencil mit Y. Das benutzt ähnliches System oder genau das gleiche System. Und ist aber mächtiger, soweit ich es einschätzen kann. Da kenne ich auch Leute, die damit schon was umgesetzt haben. Das ist sogar immer noch ganz cool. In der Startseite. Ist das ein Gegner? Ja. Du hast ihn getötet. Ja. Es ist dunkel. Ja, der Sound macht schon echt viel aus. Ich finde auch dieses, dass teilweise Stellen so irgendwie so im Halbdunkel liegen. Ich finde Neon Struck war ein bisschen zu flächig. War zu groß, ja, und zu... Teilweise hatte das nicht diese dunklen Stellen. Ja, ja, also hier hat es halt wirklich diesen Gegensatz zu Neon Struck. Das hat halt wirklich dieses verwinkelte, enge Gänge und ab und zu mal einen größeren Raum, aber das war's. Das ist echt nicht oft. Und ich finde beide Ansätze cool. Aber ich finde halt, es darf nicht nur eins von beiden sein. Hm. Weil es wird langweilig auf jeden Fall. Ja. Das sehe ich jetzt hier zum Beispiel bei dem Level, muss ich ehrlich zugeben, es ist mir too much, einfach nur verwinkelt, einfach nur, ich verirre mich im Labyrinth. Ja. Und hier ist halt das Ding, du musst töten. Es ist schon deswegen kein Thief, weil du töten musst. Hm. Nein. Na? Das war da doch gerade, der Türensound.
Da kommt ab und zu so ein Türensound. Aber aus welchem Spiel eigentlich? Daggerfall. Ah. Den kenne ich aus Daggerfall. Ich bin mir sowas von sicher. Wo bist du denn da? Aber guck mal, da ist eine Tür. Komm, wir öffnen die mal. Warum sammelst du denn den Käse nicht rein? Keine Ahnung. Ich bin Veganer. Was soll ich denn mit Käse? Oder diese Tür? Die meinst du, oder? Nein, nein, die meine ich nicht. Ab und zu im Hintergrund kommt so ein Türensound. Ist aber egal. Ich habe damals in dem Alter mit Basic auf dem C64 angefangen, ich auch. Und deswegen zu Beginn nur Text bzw. Grafik auf Zeichenblöcken. Heute wird man von den Möglichkeiten erschlagen. Nicht nur von den Möglichkeiten, was man machen kann, sondern auch von den Möglichkeiten der Sprachen, finde ich. Also C-Sharp. Klar, es hat ein paar Grundzüge, die man schnell erlernen kann, sicherlich. Ja, aber ich finde eigentlich Unity mit C-Sharp ist doch super. Also, ich finde das Buch, was du mir hier gekauft hast, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also, der macht halt, der fängt an mit 2D. Bist halt auch ein bisschen eingeschränkt. Man muss nicht gleich mit Kamera und so arbeiten. Und du fängst halt an, das Erste, was du machst, ist... Was ist denn das erste Spiel? Das zweite war Breakout. Das erste war... Guck doch mal bitte. So ein Jump'n'Run, so ein so... Ach! Ja, genau. Warte mal, ich bin noch voll in der Dunkelheit. Versteckt. Nee, gar nicht. Und rechts. Oh, der hat eine Waffe. Nee, diese... Ich finde die Gegner auch so komisch unförmig. Ich finde, die passen nicht ganz in die Welt. Und ich mag echt dieses rote leuchtende Augen nicht. Hm. Das mit den englischen Tutorials ist immer das Problem. Sie hat es erst seit diesem Schuljahr. Es gibt auf jeden Fall deutsche Bücher, die ganz okay sind. Ja, das Buch, was ich habe, ist auf Deutsch. Also, das ist nicht Englisch. Sogar die Sachen sind benannt. Aber ich finde halt... Das heißt einfach Einstieg in Unity. Ja. Es ist halt jetzt schon für eine ältere Version von Unity, aber... Ja, aber der hat es abgedatet. Genau, also ich habe mir... Die Beispiele sind... Also es sind ein paar kleinere Fehler drin. Thomas Theis halt heißt er. Es sind ein paar kleinere Fehler drin. Und ich muss sagen, es ist schon gut, jemanden zu haben im Umfeld, der programmieren kann, dass du zur Not Fragen stellen kannst. Ja. Ich habe immer mal den Code gesehen und ich muss sagen... Ja. Er ist nicht der Beste. Ganz einfach. Ich weiß aber nicht, ob es vom didaktischen Sinn her, vom didaktischen her Sinn macht. Quatsch. Nein, ich will nicht speichern. Ich will mal speichern. Nein, aber ich finde, es passt schon. Der macht auch nicht zu viel pro Lektion und du musst auch jetzt nicht Unity dafür groß anfangen. Also das versteht man schon. Also er erklärt halt auch, wie du bestimmte Sachen in Unity einfügst. Das, was du halt brauchst für die jeweiligen Spiele. Und die Lektionen sind super kurz. Also, ich meine, gut, ich brauche schon für ein Spiel trotzdem länger, als ich das jetzt neu angefangen habe. Weil ich muss sagen, dieses Abtippen mit einem Buch und das Buch bleibt halt nicht offen und du musst dann übelst irgendwas konstruieren mit dem Handy, dass es so draufhält. Also, das ist ein bisschen anstrengend, das nervt. Es gibt übrigens, glaube ich, auch ein paar deutsche Videos, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel Udemy, hatte ich. Die wären vielleicht auch ganz cool. Also Videos finde ich sogar ein bisschen besser. Ich glaube, auf YouTube findest du auch Tutorials. Vielleicht, wenn du die mal vorher anguckst und so Programmiereinstieg oder so ein Pong oder sowas, wie man das programmiert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss mich jetzt mal ordentlich einschleichen. Ach ja, das C64 Basic Manual, schreibt Markus, war damals noch ein Ringbuch, blieb immer offen. Ja, das ist, glaube ich, echt nicht schlecht, weil hier das ist halt so gebunden und... Oh, ich muss sagen, das ist schon hart nervig, also... Was ist das drin? René Meyer hatte mal überlegt, sich in Unity einzuarbeiten und darüber ein Buch zu schreiben, ich weiß. Ja. Der wollte er lernt, also er ist ja jetzt Informatiker, oder? Also er ist ja jetzt, studiert jetzt gerade wieder. Wie war das? Bibliotheksinformatik oder genau, so? Genau, Bibliotheksinformatik. Vielleicht kann das ja dann endlich mal machen. Er wollte ja auch PHP sich beibringen, dann hat es irgendwie zeitlich natürlich, das ist immer so eine Sache.
verdammt. Also das ist eine meiner größten Kritikpunkte im Spiel, dass man nicht jederzeit speichern kann. Ja gut, aber dann wäre es auch echt zu einfach, oder? Kommt ja mal drauf an, was man macht. Ah, Mann! Bei Nierenstruck kann man auch jederzeit speichern und ich finde, es funktioniert. Hm. Warte mal, ich hab doch diese... Genau, wie nehme ich die mit? Bestimmt E. So. Ich hatte zwei dicke C64 Basic Wälzer von Data Becker. Ich glaube, ich hatte gar keins. Womit habe ich mir das eigentlich... Ich habe auch nicht viel mit C64 Basic gemacht. Aber ich habe immer noch meine Q-Basic-Bücher. No. Das erste und mit einem noch viel schönerem Cover. Q-Basic Einsteigerwissen. Kann ich sehr empfehlen. War das nicht so, dass du nicht wusstest, wie man einen Bildschirm cleart und dann hat dir dein Vater endlich so ein Buch gekauft? Und das dann... weißt du noch, krass. Ja, ja, das fand ich irgendwie lustig. Nee, also ich hab's mir die halt zum Geburtstag gewünscht und wollte endlich wissen, wie man denn den Bildschirm sauber macht in Basic. Und Gorilla. Gorilla.bass neben Nibbles die besten Spiele aller Zeiten. Steven Conning schreibt, als ich 7 oder 8 war, hat mir mein Vater Programmieren beigebracht, Turbo Pascal und Delphi. Also ich glaube, das geht schon mit Kindern, wenn die auch eine Motivation dazu haben. Sicher. Ist sie jetzt weg? Schon. Ich hatte mich damals auch einfach nur dafür interessiert, weil wir diesen C64 im Zimmer stehen hatten und wir haben immer darauf gespielt und irgendwie wollte ich schon wissen, wie entsteht das da eigentlich, was da drin ist. Und ich habe es nie geschafft. Ich glaube, ich habe nie ein Sprite hingekriegt auf dem C64 Basic. Da waren meine Kenntnisse nie, haben sich nie auf ein gewisses Level gehoben. Und bei Q-Basic, dann kam ich auch auf ein bestimmtes Level und hatte keine Motivation mehr. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und dachte, ich mache nie wieder Programmierung. Und dann hat mir einer in der Klasse seinen tollen Guider gezeigt, halt so wirklich inspiriert von den alten Das schwarze Auge spielen und den alten Dungeon Master. Und dann dachte ich, ey krass, ich will auch. Und dann habe ich so ein isometrisches Spiel gemacht. Okay, warten wir mal ab. Oh Mann! Eines meiner Lieblingstools war eigentlich Blitz Basic 3D. Halt. Oh nein! Da ist noch eine Pistole. Scheiße. Mann, ich hab die doch gerade ausgewählt. Ah, fuck. Oder ist. Nein, du musst die laden. Mit R gedrückt halt. Ich hab die geladen. Ah, sehr gut. Jetzt musst du sie wieder laden. Scheiße. Ach, willst du? Können auch langsam Schluss machen. Ja. Was war jetzt dein Lieblingsspiel heute Abend? Ich finde das schon sehr interessant. Also, wenn ich nebenbei nicht quatsche und mir mehr Mühe gebe, dann wäre das schon ganz cool eigentlich. Es kommt, glaube ich, auf die Story an. Also so ein bisschen, mir fehlt gerade so ein Einstieg. So, wer bin ich? Was ist das für eine Welt? Mhm. Es wird gerade so ein bisschen abgekupfert, aber ohne... Ich hatte auch irgendwie keinen Bock, die Texte. Oh, guck mal, David Pittman hat das Spiel auch gespielt, das Gloomwood. Ja. Das ist lustig. Weil das mein Freund auf Steam ist. Ja. Warum auch immer. Aber da steht halt, er hat das Spiel auch gespielt. Das ist doch cool. So kommt alles zusammen. Naja, das ist eigentlich die meisten Spiele, die ich auf Steam entdecke und die mir irgendwie gefallen, die komm ich über da David drauf. Über David Pittman. Durch David Pittman, weil der die auf seine Wishlist alle setzt. Das ist so krass. Was habe ich denn zurzeit auf meiner Wishlist? Alles unveröffentlichte Spiele. Monomyth, da bin ich gespannt. Das ist auch von einem Einzelentwickler, was so krass aussieht. Soll ich nochmal zeigen? Also ihr seht hier meine gloriose Wishliste.
Reds for Breakfast ist auch von den Duskmachern. Genauso wie, glaube ich zumindest. Mhm. Wie halt jetzt hier. Hey, die haben gerade zwei Spiele am Start. Nein, oder ja, was? Gut, dieser David Szymanski, der arbeitet daran und das sieht schon mal ganz cool aus. Halt wieder ein sehr eingängiges Spiel. Ja, das ist nice. Monomyth ist total krass, einfach wenn man bedenkt, dass das ein Einzelentwickler ist, ja. Und das war so lustig, dass der hat das nämlich, ja, der hat das nämlich zur selben Zeit entwickelt wie Underworld Ascendant und alle haben immer auf den gezeigt, hier guckt mal, so macht man das richtig. Ihr sitzt hier mit einem, so ihr sitzt hier mit einem 10 bis 20 Mann Team dran, na klar. Shadows of Doubt hat einen sehr schönen Stil. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Okay. Interessant. Electrician Simulator. Safe, not safe. Keine Ahnung. Na, ich weiß nicht, ob heute ist ja oder ob gestern ist ja auch das Steam Demo, wie heißt das? Summer Demo Event. Warte mal, sieht man den? Bestimmt auf dem Store. Da überlege ich, ob ich am Freitag nicht ein bisschen Steam Game Festival, wo es eben lauter Demos gibt, die man sich anschauen kann von Spielen, die einen interessieren. Du kannst sogar dich an, wenn du angemeldet bist, zeigst du eben an, ob von den Spielen, die du cool findest, ob es dann eine Demo gibt. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das machen. Siehst du, das empfiehlt dir sogar Desperados. Ja. Zum Beispiel Haven würde ich gerne spielen, das kann man nämlich zu zweit spielen. Ja, das sieht auch echt interessant aus. Ja. Ich habe letztens gemerkt, schreibt Ronny, dass ich im Steam im letzten Jahr kaum noch genutzt hatte und dann habe ich mir CNC Remastered dann habe ich mir Command & Conquer Remastered dort geholt, um Steamwork potenziell nutzen zu können. Ja, ich habe auch total viel Switch-Spiele oder ich weiß nicht, wenn wir jetzt öfter PlayStation, also ich habe auch gar nicht so viel Spiele auf Steam. Ich glaube, mir geht teilweise auch der Preisverfall ein bisschen auf den Keks. Dadurch habe ich so viel Kram, aber spiele den nicht wirklich. Aber halt richtig, richtig krass viele, viele Games. Und ich überlege halt, ob ich am Freitag mal reingucke, welche Demos vielleicht interessant sind. Was halt auch wieder ein interessanter Punkt ist, habe ich kurz gelesen, dass halt die ganze Zeit keine Demos mehr kamen, weil sich das halt nicht lohnt. Mhm. Die Leute das kaufen. Ist aufwendig und die Leute. Die Leute kaufen es dann nicht, weil sie es gespielt haben und denken, oh shit, ich will nicht, oder. Aber anscheinend ist das jetzt wieder so ein Ding, dass man endlich mal Demos macht. Ich meine, das Spiel muss halt einfach gut sein. Die und Demo letzten, muss halt gut sein. Ja. Ich glaube, das passt halt auch nicht zu jedem Spiel. Mach das mal. Bring mal genau das Gameplay, was Leute dann zum Spielen bringt, wirklich so kondensiert in so ein Paket, dass es auch nicht zu lange ist, dass die Leute nicht, dass du da nicht so eine Fatigue hast, was wie bei einer Ausstellung, wo dann die Demo eine Stunde geht und dann reicht es dir halt auch. Also so diesen Moment abzupassen, wo genau das Gameplay drin ist, dass du das Spiel kaufst, aber halt auch nicht zu viel, dass du sagst, okay, ich hab genug gesehen, reicht. Ist super, super schwierig bei der Demo. Und auch, dass die Einführung da ist, aber dass das Spiel auch nicht nur aus einem Tutorial besteht. Das hatten wir ja alles irgendwie so bei Behind Stars, das Problem. Ja, weil letztlich ist so eine Demo ja genau das irgendwo auf eine Art, auch was du einem Publisher zum Pitch irgendwie schickst. Willst du dir nur zeigen, oder? Was will ich zeigen? Also kann ich zurück. Ja, du kannst, meinst du, Fressen machen. Genau, Steve hat mich auf eine coole Idee gebracht, was wir vielleicht nächste Woche streamen. Wegen dem Death Stranding Stream habe ich ja gesagt, ich spiele Death Stranding vor allem nur, weil ich das Artbook gesehen habe und mich das so inspiriert hat und ich das so schön fand und deswegen habe ich halt dieses Spiel angefangen. Ob wir nicht nächste Woche vielleicht mal Sachen, die uns inspirieren, aber auch vielleicht Game Design Bücher oder sowas mal zeigen. Hab ich da sowas? Ja, ich glaube, du hast sowas. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr da Vorschläge habt, was. Ah, nee, dann müssen wir die Bücher kaufen. Ja, ich werde auch. Steam hat mir irgend so ein Spiel, so ein Artbook empfohlen, irgendwie Shapes and. Steam, wie hieß das? ich sitze nicht an meinem Computer, deswegen weiß ich es nicht. Spielgefährten Buchclub, auf jeden Fall. Das wird voll. Genau. So viel habe ich echt nicht, weil ich. Das ist immer schweineteuer und ich weiß genau, es sammelt bei mir nur Staub an. Steven, das war dieses mit Shapes, wo man Character Design, Shapes and Dynamic oder so hieß das.
Dynamic Character Design in Shapes oder irgendwie so. Das fand ich cool, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich fand auch deine Philosophie, dass du diese Bücher halt nimmst, nicht um dich für ein Spiel inspirieren zu lassen, sondern um ganz konkret in so einen Stil reinzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein schönes Thema für einen Stream nächste Woche. Wir stellen mal unsere Artbooks vor, die wir cool finden, und vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen für Sachen, die ihr... Oder halt so Weiterbildungs... Also es geht so um Weiterbildungskram, und vielleicht habt ihr ja auch Game Design Bücher, zum Beispiel hier, wo ist dieses Richard Rouse Buch, was du hast? Richard Rouse? Achso. Richard Rouse the Third. Das ist das Buch, das ich irgendwie jedem schon angedreht habe. Das daneben. Ach, genau. Das habe ich schon jedem angedreht irgendwie, weil ich das so cool fand, weil das eben nicht ein langweiliges einfach nur Aufzählen aller... Da haben uns Friedrich und ich uns ganz frisch kennengelernt. Ja. Also da waren wir noch Kommilitonen, aber noch nicht zusammen. Und da wollten wir aber schon ein Spiel zusammen machen. Und weil ich aber keine Ahnung hatte davon, also nicht so richtig, habe ich mir dann dieses Buch ausgeliehen über den Urlaub und habe im Urlaub mit meinen Eltern dieses Buch durchgearbeitet. Genau. Und Deine Eltern haben das auch gelesen? Genau. Wir haben es zusammen durchgearbeitet. Oh, ja, lauter. Ja, für furchtbar, ey. Wer hatte denn das als letztes? Tämtig. Genau. Und das ich verleihe das nicht noch. Ich glaube, jeder, der genug Spiele spielt, ja, ich weiß nicht. Also ich würde es heute nicht mehr brauchen, aber damals war das irgendwie, so zu Studienzeiten war das ein guter Einblick, weil er einfach Genres beschreibt und was die Genres auch ausmacht. Und dann nochmal anhand von einem Genre, also anhand eines Spiels, das Genre nochmal genauer erklärt. Und das war irgendwie ganz cool. So. Es hat mich zumindest mehr motiviert als die meisten Game Design Bücher, die ich einfach nicht durchhalte, weil die halt erklärbärmäßig sind und was man alles machen soll, und anstatt dass man das halt so ein bisschen anhand von Beispielen. Ich finde aber inzwischen gibt es echt krass viele Game Design Bücher. Erst neulich über Gamification so ein Buch gesehen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Die hatte irgendwie einen Unfall und die hat sich durch Gamification selbst da wieder rausgeholt, sich selbst motiviert. Verdammt, ohne meinen Rechner bin ich aufgeschmissen. Darüber hat sie halt ein Buch geschrieben, und das finde ich halt auch ein interessantes Thema. Und immer mehr Geisteswissenschaftler entdecken das Thema ja auch, schreiben ganze Doktorarbeiten über, was weiß ich, Minimaps oder... Aber jetzt, wo ich halt schon relativ viele Spiele gemacht habe, jetzt Jam Games natürlich nur, aber... Das ist so toll. Nein, aber dann merke ich halt, dass Input brauche ich eher aus anderen Bereichen, die nichts mit Game Design direkt zu tun haben. So geht's mir auch. Und das finde ich auch schön, dass wir vielleicht nicht nur über Artbooks von Games reden, sondern auch, das hatte ich ja mit Steven auch, sondern was es halt noch so für Materialien gibt, wo man... Mhm. Weil ich finde auch immer, sich von anderen Spielen inspirieren zu lassen, ist eigentlich lame. Du siehst ja bei... Gloomwood. Ich meine, hey, es kann auch gut sein, weil ich glaube, Leute kaufen es ja genau, weil sie sagen, ach, Thief, cool. Hey, es ist so beliebt gerade auf Twitter, und einfach nur der Pitch Thief with Guns. Es spricht die Leute einfach an. Dir käme das ja nicht auf den Tisch so, aber... Na, ich würde es schon spielen. Einerseits. Aber du würdest sowas nicht machen, oder? Weil das würde gegen deine... Ja, ich finde es halt langweilig. Ich finde, Guns gibt es einfach zu oft. Schwert gibt es nicht oft genug. Ich glaube, wenn du ein Spiel auf Steam verkaufen willst, kannst ganz nicht genug geben. Wahrscheinlich. Ich meine, selbst Thief hat den Feuerpfeil. Ja. Was schreibt Steven? Das Game Design Buch habe ich auch, find's aber naja. Ja, ich find's auch nicht mega perfekt, aber er beschreibt ja einfach nur Genres und führt, glaube ich, auch Interviews oder so mit Leuten. Wie gesagt, ich war zwar damals auch Gamer, aber ich habe mir halt nie wirklich viele Gedanken gemacht, und ich fand, das war irgendwie ein guter Einstieg, sich über Genres und die Flaws und Vorteile mal ein bisschen Gedanken zu machen. Es ist, wie gesagt, definitiv nicht vollständig oder sowas. Es ist einfach nur... Luni ist am Start. Es ist eine schöne Mischung aus Interviews und beschreibenden Texten und so weiter. Level Up von Scott Rogers kann ich stark empfehlen. Okay, muss ich mir mal anschauen. Ja, siehst du, das ist auch ein super Thema für nächste Woche. Also wahrscheinlich wird das unser Stream am Mittwoch. Ja, nächsten Mittwoch ist wieder mein Schreibtisch. Du machst zweimal hintereinander, ich noch mal dran. Ist wieder mein Schreibtisch dran, und dann machen wir Thief 3 Hate-Sendung kommt. Das kannst du dann danach machen. Du kannst ja dann endlich mal das Cradle-Level streamen. Ach, das ist so langweilig, das muss ich nicht streamen. Jo. Ja, wollen wir das mal hier jetzt abschließen? Mir reicht's. Ja, ich will noch eine Folge Expanse gucken. Expanse Staffel 4. Oh nee, bitte nicht über Serien reden.
Es reicht, wenn wir über Bücher reden. Ich hab's nur angeteasert. Also es kommen sofort Leute, Bart, ja, ich guck das hier und das ist viel besser und ja, der große Reveal in der letzten Folge ist so geil. Ich hasse es, über Serien was zu reden. Ja. Okay, oh, ich bin echt müde. Ja. Es war viel Input. Wir danken allen, die zugeschaut haben. Das Wutheft, genau. Friedrich, ja, mach doch einfach mal dein Wutheft, bring das doch mal raus als Kompendium. Friedrichs Wutheft. Ja, toll. Wäre Thief 3 drin. Super. Ja, du hast noch mehr Spiele, die da drin wären, glaube ich. Gothic 3. Vielleicht System Shock 3 auch. Das ist noch nicht draußen. Aber es wird genauso werden, sage ich dir jetzt schon. Na, da bin ich gespannt, weil Vernon Spector hat sich jetzt endlich mal wieder mit einem sehr komischen Blogpost gemeldet. Der ist ja der Erfinder von Deus Ex und er war total, also ich kann nicht sagen, was er war, aber irgendwie so ein bisschen schockiert und dass Elon Musk sein Avatar auf Twitter in den von J.C. Denton von Deus Ex umgeändert hat. Hä? Er fand das total krass und ich weiß nicht, was damit ist und alle haben mich angeschrieben auf Twitter und er hat es mir nicht gesagt. Hä? Ja, ist voll seltsam. Halt auf Gamasutra hat er so einen Blogpost geschrieben. Das ist ja interessant. Okay. Das wird auch Thema meines Wutheftes sein. Keine Ahnung. Jedenfalls, gute Nacht. Schlaft alle gut und... Ja, vielleicht sehen wir uns Freitag zum Feierabendstream, wenn ihr mögt. Mal schauen. Vielleicht bin ich auch dabei. Wenn die PlayStation funktioniert. Ansonsten Steam. Ja. Na dann, macht's gut, habt einen schönen Abend, schaut Serien oder liest Bücher. Bis bald alle. Und danke fürs Zugucken. Du darfst jetzt ausmachen. Ich drück den Button, ja. Du kannst den ja erstmal auf Intro. Auf Intro, warte, deine Maus geht nicht. Ich muss drücken. So, wo ist dein Intro? Da. Du musst Transition drücken. Ich hab nicht das gleiche Programm. In der Mitte. Ah, wo